Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum heutigen Verantwortungstreff wieder, jeden Samstag 18 Uhr. Und mittlerweile haben wir ein schon eingespieltes Team, Kernteam, das sich hier trifft. Und es hat sich zu einem spannenden Format entwickelt, wo wir aus meiner Sicht uns sehr anspruchsvoll über spannende, idealistische Fragen, Fragen der Gesellschaftsreform oder Revolution ausgetauscht haben. Ja, das Kernthema dieser Treffs ist ja, dass wir, wenn wir so viel über anderes auch reden miteinander, uns Zeit nehmen sollten, mindestens eine Stunde mal in der Woche, um allgemein über das Thema Verantwortung zu reden. Ist das verantwortlich, was wir tun? Nicht nur die Verantwortung für die Zimmerpflanze oder den Beruf, sondern ist das insgesamt eigentlich verantwortlich, was wir tun oder wie wir leben? Und die drei Kernteam-Leute sind der Dylan, der Luis und ich. Und wir gehen nach Alter mit der Reihenfolge und dann hat jeder so seine paar Minuten und dann wechseln wir uns ab. Und der Dylan ist der gereifteste von uns altersmäßig, deshalb gebe ich an den erstmal. Ja, dann fange ich mal an, blende mich gerade ins Bild ein. Ja, ich beginne heute mit was ganz Spannendem, nämlich erster Hinweis. Ich werde in Zukunft, da wir ja viel hier auch über den Kommunenweg sprechen, wir sprechen auch ab und zu über den politischen Weg und den verfassungsgebende Versammlungsweg, der Gemeinwohllobby, wo wir ja so ein bisschen mitarbeiten. Und wir sprechen eben aber auch über Kommune als ja neue Welt aufbauen im Kleinen. Ja, und da habe ich einen neuen Begriff, weil das immer verwirrend war, wenn ich von FRAG-Forum, von Freie Argumente-Kultur-Forum gesprochen habe. Ich spreche jetzt davon vom täglichen FRAG-Plenum im FRAG-Forum, also entweder schriftlich oder das tägliche FRAG-Plenum in online oder auf der Sprechebene. Also entweder der schriftlichen Ebene, dann ist es das FRAG-Plenum, das tägliche FRAG-Plenum im FRAG-Forum. Und oder eben das tägliche Plenum in der gesprochenen Form, online, Telefonkonferenz und vor Ort und so weiter. Und das rate ich dringend jeder Kommune, dass sie das von der ersten Sekunde an praktiziert, bevor die ersten Verletzungen, Beleidigungen, Aggressionen entstehen und dann die Gräben möglicherweise nach Minuten schon nicht mehr überbrückbar sein könnten. Das empfehle ich jeder Kommune. Ich bin auch der Meinung, dass keine Kommune eine Chance hat, richtig erfolgreich zu werden, wenn sie nicht von der ersten Sekunde an Supervision im Sinne einer Friedensagentur oder einer Mediation hat und so weiter. Und deswegen empfehle ich das dringend, denn ich weiß, wie ultraschnell Kommunen scheitern. Ja? Und dann das andere Thema ist, im Moment rufe ich auf dazu, bis zur Bundestagswahl unbedingt die Basisdemokratische Partei Deutschland, die Basis, zu unterstützen und zu wählen. Aber ehrlich gesagt, trotz der jetzt sehr guten Talkshow-Auftritte mit zuletzt dem Professor von der FRAG-Partei und dem Mitglied von der FRAG-Partei als Gastgeberin und der Talkshow, wo ich geladen war bei einem Kreisverband der Basispartei in der Talkshow und so weiter, die jetzt auch Richtung 1500, 1600 Klicks geht und so weiter. Da trotz dieser positiven Ansätze und Anfänge fürchte ich ganz persönlich, dass die Basispartei also bei der Bundestagswahl leider nicht die 5% erreichen wird. Und ich fürchte, weil sie nicht konsequent genug mit uns zusammenarbeitet und unser Potenzial von 56% nicht konsequent nützt für die Zuschauer, also unsere
Professoren haben sich ja mal einer simulierten Bundestagswahl gestellt bei einem Partnerinstitut des drittgrößten Marktforschungsinstitutes und haben dort 56% der Wählerstimmen erreicht. Und das würde die Basispartei nur als Potenzial bekommen und damit eine Chance haben. Wir müssen davon ausgehen, dass von den 56% im ersten Anlauf maximal 10% erreichbar sind, das heißt 5,6%. Und die kann auch die Basis nur erreichen, wenn sie mit uns ja hundertprozentig kooperieren würde. Und da das noch nicht der Fall ist, rufe ich hiermit auf, in den Äther hinaus, liebe Leute, parallel dazu die Basispartei zu wählen, bitte gründet eine Frackpartei, eine freie Argumentekulturpartei. Denn wie gesagt, ich fürchte, dass in 2 Jahren die Basis nur noch 0,2% haben wird und dann ist es vorbei mit der Partei. Und dann so, dass also wir diese Frackpartei doch brauchen, in der dann echte Basisdemokratie gemacht wird und alles richtig gemacht wird. Und der Anwalt der Frack, Diplom-Theologe Jürgen Wagner, dann dafür sorgt, dass das wirklich eine Frackpartei ist, nämlich eine echt basisdemokratische Geschichte, ohne irgendeinen Ausschluss irgendeiner welcher Ideen und so weiter. Ja, und im Internet kriegt man ja mit, dass viele Leute immer viel spenden wollen. Wir beim Weltrat und Next Scientists for Future dürfen leider keinen einzigen Cent von außen annehmen. Es gibt bei uns nur die Möglichkeit, dass die Professoren selber in unsere eigene Kasse spenden. Mehr ist nicht möglich. Und deswegen bitte ich, wer spenden will, bitte spendet in die Frack-Partei-Finanzierung hinein, nämlich finanziert, bezahlt einen Rechtsanwalt dafür, dass er die Frack-Partei so schnell wie möglich juristisch kompetent herstellt. Ja? Wir haben ja auch Satzungstexte im Forum, die der Anwalt ja auch benutzen könnte, oder vielleicht hat er selbst eine Standardsatzung. Ja? Und ja, also insofern rufe ich jetzt alle dazu auf, überall, auch die Teilnehmer von heute Abend, überall die Ohren ganz weit aufzuhalten, wo jemand bereit sein könnte, vielleicht neben der Kommunenarbeit wirklich intensiv sich um die Frackpartei zu kümmern, die Freie Argumentekulturpartei. Denn ich fürchte, wir kommen sonst nicht viel weiter. Und denn wir sehen ja auch, dass das Kommunengeschehen auch ein zeitlich sehr langwieriger Weg ist. Und deswegen neige ich ja zu dieser doppelten Doppelschienigkeit, dass ich doch jetzt versuche, hier mit diesem Aufruf, denn unsere Sendungen haben ja immer mehrere hundert Klicks hier, die sind erstaunlich beliebt im Internet, ja. Übrigens wesentlich beliebter, unsere Sendungen hier sind wesentlich beliebter bei den Zuschauern als zum Beispiel der Talk mit der verfassunggebenden Versammlung mit der Frau Grimmenstein von der Gemeinwohllobby. Da war das Interesse doch verräterisch gering. Das zeigt also, dass das Interesse an einer neuen Verfassung in der Bevölkerung offensichtlich sehr, sehr winzig ist, ne? Übrigens eine ganz erschreckende Nachricht. Das Fernsehen hat berichtet, dass die Umfragen ergeben haben, dass die Masse der Bevölkerung rundum zufrieden mit diesem System ist und mit dieser Gesellschaft. Ja, und das finde ich ganz erschreckend, weil das bedeutet, dass die Leute überhaupt nicht merken, dass ihr glücksreduziertes Leben gar nicht natürlich ist, sondern dass das ein armseliges, glücksreduziertes Leben ist, was sie führen. Und das merken die Leute gar nicht, weil sie den Vergleich gar nicht kennen. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht oder vermisst er nicht. Ich habe den Spruch umgewandelt. Was der Bauer nicht kennt, vermisst er nicht. Die Menschen vermissen das Glück gar nicht, weil sie es noch nie im Leben erfahren haben. Ja, und das ist entscheidend, ne? Und das ist tragisch regelrecht, ja. Und jetzt gucke ich mal, aber ich glaube, ich lasse es mit meiner Begrüßung bei diesen ersten 8 Minuten sein und gebe weiter an Öff und rufe sein Bild auf, so dass er jetzt auch im Bilde ist. Na? Also, Öff. Ja, ganz herzlichen Dank, Steven.
Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt wieder über spannende Sachen reden können. Tatsächlich greife ich auch mal zurück auf die Erfahrungen jetzt mit den letzten Talkshows als erste. Und ich fühle mich da wohl, in der Rolle als Anwalt der freien Argumentekultur mitzuwirken. Das ist mir auf den Leib geschneidert. Und ich fand es ja auch toll, dass auch wenn da Meinungsverschiedenheiten waren in diesen Talkshows und auch wenn aus unserer Sicht zum Teil viel zu sehr noch irgendwelche Spezialgrüppchen sozusagen Ideologien geschmiedet haben, also es nicht von Anfang an basisdemokratisch war, egal ob jetzt wie die Verfassung aussehen soll oder wie politische Reformkonzepte aussehen sollen. Allzu oft haben unsere Talkpartner die Vorstellung noch, da gibt's so ein paar spezielle Kenner oder Regisseure, die setzen sich zusammen und die entwerfen das Ausgangskonzept, statt dass man schon von Anfang an die... Ich mache nur kurz den Einwurf, damit die Zuschauer sehen, von was du redest gerade hier. Ich habe hier die Sendung vor mir und zwar ist es... Der Sender heißt Next Scientists for Future und es ist die Nummern 881 rückwärts. Das sind die letzten Talks. Hier ist der Talk hier für die Zuschauer zu sehen. Hier die Nummer 880 mit Marianne Grimmenstein von der verfassungsgebenden Versammlung, wo Öff als Moderator gewirkt hat. Und dann sind es hier unsere Samstagsdiskussionen und hier die 881 ist die mit unserem Mitglied Professor Harald Wallach, mit dem Mitglied der Basis, mit den beiden Mitgliedern der Basis Professor Berghoff und Ernährungsberaterin Barbara Wesley. Jetzt wissen die Zuschauer, wo sie das finden und und ich blende das gleich auch. Jetzt bitte weitermachen. Jetzt wissen die Zuschauer, von was du redest. Ja, genau. Also in beiden Sendungen waren dann wieder die Kundigen oder Regisseure, die, egal ob es um den Rahmen, auch wie es zu einer neuen Verfassung kommen soll oder die Reformkonzepte gestaltet werden sollten, die so die Idee haben, da sitzen die Techniker untereinander und die fabrizieren oder klüngeln sozusagen die Grundweichenstellungen der Veränderung der neuen Verfassung oder Reformkonzepte miteinander aus, statt dass man endlich aufhören würde, irgendwelche Rahmeneinstellungen oder Weicheneinstellungen aus dem freien Blick aller und der freien Argumentekultur und der freien Basisdemokratie rauszunehmen. Es gehört da rein. Also wie ich immer so gerne sage, der wirklich freie Mensch oder der mündige Bürger, der will nicht in einem Zug, in den er steigt, entscheiden, in welche Kabine er geht. Oder er möchte nicht auf einem Schiff entscheiden, ob er auf Deck geht oder unter Deck. Er möchte entscheiden, ob er überhaupt in eine bestimmte Richtung fahren will, ob er in das Schiff oder den Zug einsteigt. Und insofern will er nicht in dem vorgegebenen Rahmen nur kleine, eingezäunte Entscheidungsspielräume haben, sondern er will den Grundrahmen mit erkennen, beurteilen und mit gestalten wollen. Gibt auch den schönen Spruch, der wirklich freie Mensch will nicht nur Antworten auf Fragen mitfinden, er will die Fragen mitstellen. Und ja, das ist etwas, was wirklich allzu oft noch nicht so vorhanden ist, sondern bestimmte Leute machen als Regisseure den Rahmen und sagen dann so, ab jetzt könnt ihr frei mitbestimmen. Aber das ist ganz gefährlich. Also Noam Chomsky hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, es ist eine der perfidesten Missgestaltungen von Demokratie, dass man den Leuten nur eingezäunte Spielfelder fürs Mitdenken und mitdiskutieren und mitentscheiden lässt. Und gerade indem man ihnen dann den Eindruck vermittelt, ey, schaut, ihr könnt doch mitdiskutieren oder ihr könnt doch mitentscheiden, betoniert man den Rahmen, der der gemeinsamen Erkenntnis, Diskussion und Gestaltung entzogen ist, umso mehr als unantastbar. Durch die Scheindemokratie
beschönigt man die fehlende Demokratie, was den Systemrahmen angeht. Also wir haben mit einem ganz grundlegenden Problem zu tun und das treffen wir da auch immer wieder in diesen Talkshows an. Aber ganz fasziniert bin ich davon, dass wenn man dann sich so miteinander austauscht, dass fast alle im Endeffekt doch zustimmen, dass es schon zu einer freien gemeinsamen Erkenntnis kommen muss, einer gemeinsamen Gestaltung der Menschen, dass das andere zu manipulativ ist und dass man da eben den Horizont der Menschen nicht zurechtstutzen oder schneiden darf. Und insofern fand ich ganz toll, ob man das dann so nennt, wir sind für den freien Wettbewerb der Ideen oder wie es in der letzten Talkshow dann auch war, wo ich mich total gefreut habe, dass auch die Professoren, die mit dabei waren, den Gedanken offensichtlich richtig und wertvoll fanden, dass wenn da irgendwelche Ideen sind und wenn die auch Reformvorstellungen haben, dass man es auch zu praktischen Experimenten kommen lässt, dass man Dinge ausprobiert, statt dass da doch dann wieder eben irgendwelche Vormünder sagen, na, das geht ja gar nicht oder sowas probieren wir gar nicht erst aus. Und wir wissen, dass das wie Sprengstoff sein kann. Also ich glaube, es hieß Wunder von Wöhrl, dass mal mit so einem zinsbefreiten Geld einem... Im kann auch sein, dass es Wunder von Wörgl hieß. Ja, Wunder von Wörgl könnte es vielleicht auch sein. Ja, dann findet der Zuhörer es jetzt. Und spannend war, dieses Experiment hat auf jeden Fall gezeigt, wohl das funktioniert so gut, dass es eine echte Konkurrenz sein kann für das normale Geldsystem, das Zinsgeld, das Hortungsgeld, was nicht an Wert verliert, dass die Autoritäten das dann abgewürgt haben. Und ja, darüber gibt es ja auch Diskussionen, also der Organisation... Es kann aber auch sein, dass es abgewürgt wurde, weil das der Staat als Steuerhinterziehung verstanden hat, nämlich ein anderes Geld zu nutzen, bedeutet ja, dass der Staat in die Röhre schaut. Das hängt davon ab. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Umstände waren. Aber ich bin mal ganz offensiv. Da hätte der Staat trotzdem nichts abzuwürgen. Im Bereich der freien gesellschaftlichen Ideen, wie kann eine Gesellschaft funktionieren? Wie kann ein System beschaffen sein? Da muss der Staat auch bereit sein, sich selbst auch in Frage stellen zu lassen. Und wenn er wegfällt, fällt er weg. Er fällt sowieso ja in, ich sag mal, sehr weitgreifenden Gesellschaftsutopien am Ende weg, ne? Also der Endzustand des Kommunismus oder Anarchokommunismus, aber auch eben nach Marx, Engels, Lenin und so. Wenn die Menschen reif geworden sind, dass sie dieses menschheitsfamiliäre Teilen, dieses jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, dass sie das richtig drauf haben, dann nimmt man an, dass das so ganz organisch und selbstständig funktioniert in der Gesellschaft. Und es ist alles nur noch so ein Verteilungs, ja, eine Organisationsaufgabe der Verteilung, wie die Briefe auszutragen. Und es braucht keinen stützenden Gewaltrahmen mehr. Das heißt, der Endzustand des Kommunismus, der eigentliche Kommunismus, setzt eben dann auch den Wegfall des Staates voraus. Und insofern, der Staat kann mich mal gerne haben. Wenn die da kommen und sagen, hier fällt für uns kein Geld mehr ab, dann sage ich, für die Freiheit des menschlichen Geistes und für die Freiheit, bestmöglich funktionierende Formen des Zusammenlebens, der Gesellschaft herauszufinden. Da ist nicht die Frage, wie gut ihr bezahlt werdet, sondern da ist die Frage, wie kann man da richtigen Freiraum geben für diese Freiheit der Konzeptentwicklung, diese Freiheit der Experimente. Das steht da weltenweit drüber. Weltenweit. Und insofern, also wäre keine Begründung. Und ich fand es eben toll bei den letzten Talkshows, dass auf jeden Fall rausgekommen ist, dieser freie Wettbewerb der Ideen, dass nicht von vornherein was wegzensiert, ausgefiltert, durch Vormundschaft abgeurteilt wird, sondern dass alle Ideen auf den Tisch kommen können und es soll eine Argumentequalität gehen, statt eben solcher Bevormundung, Zensur oder irgendeine Korruption. Diese Idee, also das fasziniert mich immer wieder, dass wenn man mit Menschen über diese Idee redet, dass eigentlich keiner wirklich widersprechen kann. Also sie können das Gespräch aufhören. Sie können sagen, ach, das habe ich mir aber bisher noch nicht so nachgedacht oder ich denke da über andere Dinge nach oder ach, das, da möchte ich jetzt gar nicht weiter drüber reden. Guck mal, es geht doch auch vielleicht auch ganz anders. Also solche Ausweichargumentationen, die können kommen. Aber dass jemand sich dann wirklich hinstellt und sagt, nö, also der Mensch, der sollte das nicht durchschauen können und er sollte nicht
frei und gleichberechtigt mitgestalten können. Und es sollte nicht nach Argumenten, sondern nach Korruption gehen. Also den muss man mir zeigen, der sich dafür hinstellt. Also da scheint eine innere Würde, ein Gewissen, eine Vernunftorientierung scheint in uns doch so stark drin zu stecken, dass wir das nicht sagen mögen, ne? Dass wir uns da nicht zu bekennen wollen zu so einem Bevormundungs- und Korruptionssystem. Und das war also toll, dass wir auch in der letzten Sendung dann drin hatten, egal ob es die Wohlfühlstimme ist, oder ich griff ja noch weiter dann, ich sagte, dass wir eben die freie Argumentekultur in vollem Umfang, also auch mit all ihren Konzeptideen, die sie dann hervorbringen kann, dass wir sie auch freilassen müssen, auch ausprobieren lassen müssen. Da war eigentlich kein Widerspruch. Wir wissen alle, dass es ja trotzdem keine Wirklichkeit ist und dass, wenn man Menschen jetzt sozusagen dann am Schlawittchen packt und sagt, hey, guck mal, also ist es keine falsche Idee, es ist wohl was dran, ne? Jetzt lass uns mal gucken, was kommt raus, wenn wir das jetzt zu Ende denken oder wenn wir da Lebensformen auch miteinander anpacken. Dann rennen sie alle weg wie die Hühner vor dem Fuchs. Also da ist noch eine große Frage, ne? Warum ist, obwohl wir die Korruption nicht gutheißen können, unsere Anhänglichkeit zur Willkür des Lebens, warum ist die so groß, dass wir dann von der Wahrheit lieber weglaufen, statt mit ihr wirklich anfangen, jetzt gründlich zu Ende zu denken und praktisch zu experimentieren, also uns da auf was einzulassen. Das ist eine total spannende Frage, ne? Ganz grundlegende Frage. Ja, insofern fand ich aber die Sendungen sehr gut. Das Gesprächsniveau war hoch und es wurden Dinge gesagt, von denen ich nicht wüsste, dass sie in dieser Form irgendwo anders so thematisiert und angesprochen werden. Ja, ansonsten, was zu meiner Lebenssituation, Verantwortungstreff am Samstag ist ja auch immer, dass man so, ja, sich darstellt. Über das Wichtige sollte man nicht nur nachdenken, man sollte das Wichtigste auch leben. Oder wie es so schön heißt, das Persönliche ist das Politische. Also wenn da irgendwelche Experten sitzen und reden über ein Sachthema und ihr Leben bleibt draußen, ist es auf jeden Fall kein ganzheitlicher Entwurf. Und das Nachdenken über Verantwortung, über das, was da wirklich wichtig ist, führt einen zwangsläufig, glaube ich, zur Ganzheitlichkeit. Also dass man so, wie man ist, mit allem, was man denkt und tut, dass man da dann in Frage steht. Insofern reden wir ja dann immer auch davon, wie ist die Lebenssituation, was machen wir da, wie versuchen wir, das Wichtigste für Verantwortung im Ganzen, im Leben auch auszuprägen. Und ja, also ich bin, also mehr noch als sonst bin ich im Moment voll überschüttet mit Aufgaben und das hat zu tun, dass mindestens, ich greife mal nur drei Dinge heraus, drei oder vier. Einerseits, obwohl das jetzt nicht das Allerwichtigste ist, aber es bot mir die Gelegenheit, da mal wieder einen sehr wichtigen, zusammenfassenden Text zu schreiben. Als Aussteiger ohne Staat und Geld bin ich natürlich immer so ein bisschen auf dem Kieker der Obrigkeit und da hatte ich hier jetzt eine Bedrohung durch die Meldebehörden mal wieder abbekommen und ja, habe die Gelegenheit genutzt, um denen einen zusammenfassenden Text nochmal zu schreiben, dass die Frage, was aus ihrer Sicht Ordnungswidrigkeiten sind, da muss man sich ja auch fragen, ist da überhaupt ein Rahmen, dem das Gegenüber, also ich jetzt in dem Fall, zugestimmt hat? Also ich habe ihnen gesagt, ist gut und schön, da können wir auch drüber reden. Und ich bin auch sehr umgänglich zu gucken, dass ihr euch nicht unwohl fühlen müsst, weil ihr denkt, der ÖF begeht eine Ordnungswidrigkeit nach euren Maßstäben. Also da helfe ich ja auch mit, dass wir das möglichst vermeiden können. Indem ihr zum Beispiel immer hören könnt, wo ich bin. Also ich verdecke überhaupt nicht irgendwie meine örtliche Präsenz oder Planungen. Da kann man mich vollständig durchschauen, das ist gar nicht das Problem. Aber wir müssen dann über die Form nachdenken, habe ich Ihnen gesagt, weil irgendwie im Kleingedruckten jetzt zu unterschreiben, dass der Staat das richtige System ist, auch in dem ich lebe, dass ich die Autoritäten akzeptiere. Und was weiß ich, also wenn man ein Kind bekommt und unterschreibt die Vaterschaftserklärung, habe ich gelernt, dann unterschreibt man ja gleich alles vom System. Bis zur Eigentums- und Erbschafts- und sonst was Bestimmungen. So dass ich schon damals gesagt habe, nee, vergesst es. Ne? Also das Kleingedruckte, das lassen wir jetzt mal raus. Ich kann hier unterschreiben, ich bin Vater dieses Kindes hier. Ne? Und das wollten sie nicht. Also sie haben das nicht aufgenommen, meine Erklärung, ne? Das Meldeamt. Ich stand da nicht in diesem offiziellen ja Kundgabetext oder dieser Broschüre da von den
Behörden, ne? Wer ist hier Mutter, wer ist Vater, ne? Wahrscheinlich nicht drin, weil ich nicht bereit war, das Kleingedruckte mit zu akzeptieren. Und so habe ich jetzt der Meldebehörde halt gesagt, Leute, also ihr könnt den Ort immer von mir erfahren, wir können uns auch überlegen, wie sinnvoll ist es, einen Ort für mich festzulegen, weil das ist bei mir nicht einfach, ne? Vor 2 Jahren war ich monatelang in einem Projekt in Mecklenburg-Vorpommern von uns, weil sich da keiner drum kümmerte. Im letzten Jahr war ich monatelang in Berlin, weil ich damit geguckt habe, das Widerstandszeltcamp da auf die Beine zu kriegen. Also ist eine Frage, wie weit es überhaupt sinnvoll und machbar ist, mich auf einen Ort auch festzulegen. Aber ansonsten bin ich ja bereit, habe ich geschrieben. Aber die viel wichtigere Frage ist, in welchem Rahmen begegnen wir uns? Denn ich habe euch nicht beauftragt, mir gegenüberzutreten und zu sagen, hier halte ich jetzt mal an das, wozu du uns beauftragt hast. Sondern ich bin ja aus dem System ausgetreten, ihr seid nicht von mir beauftragt. Und eigentlich müssten wir dann so miteinander verhandeln können, wie Menschen, die sich begegnen und die überlegen müssen, was sind jetzt unsere gemeinsamen Maßstäbe, ne? Und das wäre dann vielleicht so was, wie die Menschenrechte jetzt und auf dieser Basis miteinander umzugehen. Und ja, also insofern, das ist das eine, dass man da immer wieder mit zu tun hat und eine Gelegenheit draus machen kann, ja, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Toll fand ich ja auch, ich mache hier in Stadtallendorf, wo ich bin, jetzt auch montags mal mache vorm Rathaus immer. Und nachdem beim ersten Mal die Polizei immer vorbeikam, lässt man mich da eigentlich jetzt in Ruhe. Im Gegenteil, also vor, man war es 2 Wochen, kam doch tatsächlich ein Kreistagspolitiker raus. Und wir haben eigentlich auch jetzt vereinbart, dass wir mal ins Gespräch gehen. Ich hatte ihn schon bei einer Protestveranstaltung von dem Landratsamt hier, wo ich mit ein paar Eltern war, die Ängste hatten wegen den Corona-Maßnahmen für die Gesundheit ihrer Kinder. Da hatte ich schon gesagt, eigentlich ist das größte Problem das Demokratiedefizit. Dass hier, egal ob die Umweltschützer auf den Bäumen sitzen, werden von der Polizei runtergeklaubt, wenn sie Autobahnen verhindern wollen, oder ob es die Corona-Gegner sind und werden von der Polizei mit Wasserwerfern auseinandergespritzt. Da sind völlig falsche Fronten, weil vorher eben die demokratische Austragungsebene nicht gewährt wird in unserer Gesellschaft, ne? Das müsste eigentlich sogar die FAK-Plattform sein, aber auch, dass überhaupt die Wissenschaftler miteinander an einen Tisch kommen könnten jetzt bei der Corona-Frage und nicht fürchten müssten, ob sie nicht besser gleich ins Ausland abhauen. Das ist ein völlig unmöglicher Zustand. Und das hatte ich ihm damals schon gesagt, als ich mit den Eltern vor dem Landratsamt stand. Da hat er schon gemeint, ja, ich bin da offen. In der Zeitung stand auch schon, der FF hat vorgeschlagen, dass wir das Demokratiedefizit mal angehen. Warum sollte der Landkreis hier nicht so ein auch gesamtgesellschaftliches Modellbeispiel geben, ein gutes Beispiel? Und jetzt kam er doch tatsächlich zu mir und wir haben überlegt, dass wir uns demnächst mal treffen, um uns gründlicher zu unterhalten. Also da wäre ja toll, ne, wenn hier der Landkreis sagt, wir werden jetzt mal echt demokratisch im Umgang mit all den Dingen. Ob jetzt im Umgang mit Bewegungen wie Extinction Rebellion, was die Waldrodung angeht für Autobahnen, oder jetzt mit den Corona-Maßnahmen-Kritikern. Gut, das ist das eine. Das andere ist, dass ich natürlich im Auge habe und mit einem, ja, Unwohlgefühl im Bauch, wie es da jetzt weitergeht mit dem Zeltcamp in Berlin, weil ja, der Sommer ist jetzt und es steht da irgendwo mein Zelt und nicht nur mein, es sollen da vielleicht ein, zwei Leute drumherum sein, die da auch zelten. Also man kann sagen, da an dem Ort, an mindestens einem Ort, so wird der Faden dieser Zeltcamperei, also auch jetzt mit diesem Konzept, dass das die Fortsetzung des Widerstandszeltcamps sein soll, wird fortgesetzt. Übrigens an die Zuhörer, wer sich dazu was angucken will, kann man googeln. Widerstandscamp, wir sind gekommen, um zu bleiben. Dann findet man eine ganz kurze Einleitung, was ich da versuche zu machen mit diesem Widerstandscamp, was ich von den Querdenkern da seinerzeit übernommen habe, um es weiter zu koordinieren und zumindest über den Winter mal gebracht habe. Aber also ich stehe mit Entsetzen davor, dass zu wenig sich tut, zu wenig Menschen sich regen. Also das ist alles, das schleppt sich so am Boden dahin, das kriecht dahin. Naja, ich habe vor, natürlich jetzt, wenn der 1. August und so wieder ist, wo sowieso an Demonstrationen wahrscheinlich wieder ein bisschen stärker was losgeht, zu gucken, dass ich dann auf jeden Fall auch wieder in Berlin bin und schaue, wie das Zeltcamp sich da mit verbinden kann. Ja, macht mir aber Bauchgrimmen, dass da so wenig Engagement ist, dass die Leute mit irgendwas sich beschäftigen, aber für solche wichtigen Sachen findet man so wenig Leute, die mitmachen. Ja, und als letztes noch bin ich eben beschäftigt mit den schon existierenden Schenker-Bewegungsprojekten. Also ich habe vor 30 Jahren die Schenker-Bewegung gegründet.
oder Bewegung für ganzheitliche Nachhaltigkeit. Und wir haben mittlerweile auch bis zu 10 Projekte in Deutschland oder mehr sogar jetzt. Aber es sind meist oft nur leerstehende Wiesen oder ein, zwei Leute. Also nur ein oder zwei Orte sind so, dass da, ja, man von 4, 5 Leuten oder einem echten Gemeinschaftsansatz zumindest sprechen kann. Finden sich halt wenig Leute, die Frack aushalten, ne? Muss man einfach so sehen. Ich glaube, es liegt nicht an was anderem, ne? Die Leute können da ein gemachtes Bett haben. Heutzutage können sie Strom und Internet haben. Ein Traum für uns damals, als wir 1991 losgezogen sind. Da gab's ja all das nicht, ne? Da hatte man regennasse Flugblätter im Rucksack und konnte sich mit seinem Plakat in Städte setzen. Und anders kam man nicht ran an die Menschen. Also heute, wenn da irgendjemand in ein Projekt sich hinsetzen kann und hat da Wasserstrom, Internet, was weiß ich, ein warmes Bett, eine Heizung, also, ja, er müsste viel mehr tun, er müsste ja sein Leben riskieren, auch für die Ideale, ne? Aber das ist dann eigentlich ein ziemlich komfortables Nest, auch mit dem man was machen könnte. Und trotzdem rennen die Leute weg, aber ich behaupte, sie rennen eben im Kern vor Frack weg. Und nicht, dass das Bett zu hart ist oder die Heizung zu aufwendig oder die Internetverbindung zu brüchig. Sie rennen vor Frack weg und vor dem Miteinander reden über alle Dinge. Davor rennen sie weg. Und deshalb haben wir in den Projekten so wenig Leute, dass das ständig auch Probleme verursacht. Vom Zeltcamp bis zu hier jetzt in Hessen, wo ich bin. Und das ist der Grund, warum ich hier auch jetzt im Moment nicht so recht weg kann. Also da ist eine NGO, eine Genossenschaft halt, in der jetzt seit Monaten ein Entscheidungskampf tobt zwischen Argumentekultur und Willkürkultur. Und also das ist so, wie ich es in den 30 Jahren noch nicht irgendwo anders erlebt habe. Also in dieser Art von Klarheit und Intensität und mit der Möglichkeit, dass es zur Argumentekultur kippen kann. Ja, und da bin ich natürlich voll mit drin. Ich bin auch deshalb hier etwas spät jetzt zur Telefonkonferenz gekommen, weil ich da wieder dran war, die letzte E-Mail zu schreiben, womit ich da in dem Geschehen mitwirke. Also wenn es klappt, ich habe in den letzten Jahren ab und zu mal einen immer dazu gefunden, so wie den Superhelden Louis ja auch, der jetzt mit dabei ist, ne? Und dann freut man sich schon, ist ja ein Stern am Himmel aufgegangen. Aber dass man wirklich es schafft, ein Team, also 4, 5 Leute auf einmal, mit Organisationen, mit Projekten, Häusern und so weiter, allem, was da schon mit dranhängt. Ich meine, gut, da wege ich auch Jahre hier schon mit, aber dass das vielleicht wirklich als Brocken in die Frack-Entwicklung mit hineinfallen kann, das wäre schon ein Knüller, ein ganz besonderer Knüller. Und ja, da bin ich deshalb auch so mit beschäftigt. Jetzt habe ich lange gequatscht und gebe weiter an den Louis. Ja, hallo, danke. Dauert leider immer, sich zu entstummen, vor allem, wenn man falsche Knöpfe drückt. Also ich sitze seit ein bisschen über einem Jahr in einem dieser Projekte, die Öffi erwähnt hat, in MacPom. Wir waren mal 4 Menschen und seit September bin ich alleine. Und seit ein paar Monaten ist meine Motivation unterschiedlich. Teilweise ist sie quasi nicht da. Und ich habe mit dem Öffi besprochen, dass ich noch 3 Monate durchhalte auf alle Fälle und dann möglicherweise gar nicht mehr. Mal gucken, was dann passiert. Er hat so die Hoffnung, dass dann von dieser Landhütergenossenschaft oder wie auch immer möglicherweise Leute unterstützend oder sogar noch mehr sich einfinden würden. Ich bin ja bei so einer Klimaschutzbewegung, wo ich auch den Öffi kennengelernt habe und auch meine damaligen Mitbewohner. Und da haben wir immer am Donnerstag Bezugsgruppen-Videokonferenz. Und da wurde ich nochmal darüber informiert, dass scheinbar in Indien 52 Grad sind, in Kanada knapp 50, in Kalifornien war es auch vor kurzem so oder ist vielleicht immer noch so. Und da war ich mal irgendwie wieder geschockt, wie aktuell schon richtig schlimme Prognosen sind, über die ich auf Vorträgen gesprochen habe, um Leute in die Klimabewegung zu kriegen. Und in Indien zum Beispiel sterben die Leute scheinbar wie die Fliegen, weil halt viele Leute nicht eine Klimaanlage zur Verfügung haben, um ihren Körper zwischendrin zu kühlen und kühles Wasser zu trinken, sondern die sind einfach der Hitze ausgesetzt und sterben. Und es ist ja nicht so, dass irgendwie
entscheidende Schritte unternommen werden, um CO2-Ausstoß zu bremsen oder CO2-bindende, Fauna, Flora zu errichten, im großen Stil. Das ist schon mal schockierend und das, finde ich, ist eine Grundfrage, wenn man jetzt die Öffi, was ich auf eine Art gut verstehen kann, ich bin da zweifelnd dennoch, aber nicht klar entschieden. Ich frage mich nur, oder uns, also Öffi sagt, die freie Argumentekultur als allererstes und zugespitzt würde ich sagen, wenn man jetzt die Chance hat, für Frack sich zu engagieren oder wenn es einen Knopf gäbe, der sämtliches Leben schwuppsdiwupps tötet und jemand ist genau im Begriff, den zu drücken, ob man jenseits von freier Argumentekultur die Person daran hindert oder ob man das irgendwie geschickt argumentierend als Teil der freien Argumentekultur hinstellt oder wie auch immer, wie gewichtig da die Gewaltfreiheit ist. Also ich finde den Öffi ja ein beeindruckenden Aktivisten und so weiter und habe ihm schon mal gesagt, wie interessant ich das auch fände, wenn er im Rahmen dieser Klimaschutzaktionen, also der hat ja jetzt nicht direkt Sorge um seine persönliche Gesundheit oder irgend sowas, sondern geht nach dem Wichtigsten und inwiefern es quasi nicht das Wichtigste wäre, sich hardcore zu engagieren, damit die Erde nicht noch wärmer wird. Aber wird sie wahrscheinlich sowieso. Na gut, das ist eine von mehreren Fragen. Dann habe ich aus dem vorher Gesagten, danke dafür, die Frage mitgenommen. Also der Dylan meinte, dass ein Professor, glaube ich, Herr Wallach, ein System, eine Gesundheitsreform favorisiert, die Dylan schwach findet und es gibt bessere. Und da bin ich natürlich neugierig, jetzt zu hören. Ich habe die SMS erst zu spät bekommen, die mich zu der Talkshow am Donnerstag eingeladen hat. Aber da hätte ich auch nicht viel Zeit gehabt. Aber bin ich neugierig zu hören, dass innerhalb des Weltrats unter den Professoren, dass quasi nicht alle sich einig sind, dass Reform X das Beste ist. Und frage mich natürlich, ob das daran liegt, dass radikal die Argumente ausgetauscht wurden und quasi einfach Uneinigkeit über das beste Argument ist. Oder ob es da aus besonders interessanten Gründen nicht zu diesem radikalen, intensiven Austausch kam. Da bin ich bei gegebener Zeit dann sehr gespannt auf Dylans Antwort. Und wenn ich mich gerade so richtig erinnere, haben wir vor einer Woche sehr intensiv darüber gesprochen, oder verhältnismäßig intensiv, dass Öffi redet ja vom Post-Conventional Level, er kann das sicher noch besser erklären als ich, aber da geht's auf die Schnelle mal gestottert darum, dass jemand den Überblick und die Reife hat, dass er nicht nach persönlichen Zielen und so weiter geht, sondern sich vielleicht als Teil des Ganzen sieht, so wie ein Blutkörperchen, das stirbt, um den Körper vor einem gefährlichen Eindringling zu verteidigen. Ja, Öffi hat auch irgend so ein Bild, wie du weißt, gerade verbrennen deine Kinder in dem einen Raum und in dem anderen Raum 100 Kinder und du könntest irgendwie die 100 Kinder genauso leicht befreien wie deine eigenen Kinder. Bist du so selbstlos, mehr Menschen zu befreien als weniger? Naja, jedenfalls war dann quasi auch der Gedanke, dass unter den in der westlichen Welt verbundenen Menschen quasi niemand so radikal post-conventional level-mäßig lebt wie Öffi und alle anderen dementsprechend nach gewissen Argumentationen Öffis Verbrecher sind, weil sie mit diesen mordenden Staaten, die quasi mordende Mafiabanden sind, die legitimieren sie, indem sie Staatsbürger sind, anstatt dass sie austreten aus dem Staat wie Öffi. Und ja, auch der gute Dylan und auch ich, obwohl wir halt mit Öffi diese ganzen Gedanken schwingen. Und da würde mich einerseits interessieren, wie der Dylan sich im Angesicht dieser knallharten Argumentation, dieses knallharten Framings fühlt, ob er da auch
das genauso sieht wie Öffi, ob er sich irgendwie schlecht fühlt wie ich gelegentlich oder ob er das anders sieht und recht stolz. Er macht ja sehr viel, ist sehr aktiv mit diesen Talkshows und unterstützt Parteien und so weiter. Da wurden mir schon Mitwirkungsmöglichkeiten angeboten, die ich aus Gründen der Schwäche letzten Endes abgelehnt habe oder nicht wahrgenommen habe. Also insofern hat er auch einen Grund oder mehr Grund oder Grund, stolz zu sein. Ich glaube, es gab noch was ich ansprechen wollte. Ja, und um das dann noch so zu sagen, genau, möglich ist natürlich laut Öffis Denke, dass es in den nicht in der westlichen Kommunikationssystematik verbundenen Naturvölkern oder so noch andere Menschen geben könnte, die das Post-Conventional Level haben und leben. Und natürlich ist möglich, dass es im Westen irgendwelche radikalen Internetverweigerer oder Connection-Unwillige gibt, die das auch haben. Oder natürlich könnte Öffi falsch liegen. Na gut, freut mich, mit euch über all dies sprechen zu können. Ich mache mich mal wieder stumm. Ja, hört ihr mich alle gut? Denn ich habe Sorge, dass unser Telefon hier langsam anfängt kaputt zu gehen. Hört ihr mich trotzdem gut? Vielleicht noch mal jemand kurz? Ja, ich höre dich. Ja, alles klar. Dann lege ich mal los. Ja, da könnt ihr euch entspannen, denn jetzt habe ich einiges vor mir. Werde ungefähr so lange reden wie vorhin öff. Also Luis, als erstes Mal muss ich eher sagen, erstmal vorab, bevor ich auf deine Dinge eingehe. Ich habe die letzten Tage wieder mal zur Vernunft bin ich resigniert. Die Vernunft bestand daraus, dass der Öff kann das bestätigen, dass ich zwar den Professor Wallach sehr gelobt habe für seine Falsifizierungsversuche mir gegenüber im Sinne des, wo irr ich mich, wo irrst du dich, aber dass ich ihn nicht aufgefordert habe oder gefragt habe, ob er von mir falsifiziert werden will. Weil ich mittlerweile so die Erfahrung gemacht habe und resigniert habe, dass die Menschen das gar nicht wollen. Sondern wir Menschen verhalten uns alle wie Sektierer. Jeder Einzelne ist die Sekte seiner selbst und ist im Kern überzeugt, dass er in allem Recht hat. Und man hat es vielleicht auch gemerkt, man hätte sogar beim der einen oder anderen kleinen Bemerkung von Professor Wallach sogar den roten Notfallknopf drücken können, nämlich so im Sinne, dass er versucht hatte, die Wohlfühlstimme eher ja so schlecht zu machen, anstatt rein auf der Argumente-Ebene die argumentativen Bedenken zu äußern. Aber generell ist es bei uns im Weltrat und bei den Next Scientists for Future eben so, dass wir eine ganz breite Bandbreite an Lösungsmodellen haben, die auch sehr kontrovers diskutiert werden. Wir haben ja sogar einen Professor, der ist vehement für das bedingungslose Grundeinkommen und wir haben einen anderen Professor, der sagt, oh Vorsicht, Vorsicht, das geht in die Hose. Der Mensch braucht eine kleine, gesunde Grundangst, um nicht auf dem Sofa zu versinken, sozusagen. Ja? Ein bisschen Antrieb brauche der Mensch. Ne? Aber darüber muss man diskutieren. Und von daher ist es so, dass, wie gesagt, der Grundkonsens in Weltrat und Next Scientists for Future ist ausschließlich diese Anekdote vom alten China, dass der Arzt angeblich mal so lange beschenkt worden sein soll, wie alle im Dorf glücklich und gesund waren. Und wenn auch nur eine unglücklich war, erfuhren das auch alle, weil es transparent war. Und reduzierten sofort ihre Geschenke. Das heißt, sie das, was ich in meinem Konzept nenne, die Verdienstzuschüsse, also reduzierten die Geschenke, also die Verdienstzuschüsse. Und so war der Arzt immer motiviert, präventivmedizinisch für Glück und Gesundheit in der Gruppe zu sorgen, in der Kommune zu sorgen, in dem Dorf. Ne? Und
Das ist das richtige Modell. Und jetzt ist leider Professor Wallach in der Talkshow dann hinter dieses Niveau zurückgegangen. Aber auch das ist bei uns erlaubt im Weltrat, dass er nämlich ein staatliches Gesundheitssystem quasi favorisiert hat, wo er nicht, also quasi der Arzt als Beamter, der sein bedingungsloses Grundeinkommen vom Staat bekommt und eigentlich gar keine Leistung mehr bringen wird, da wird es dann eher so sein, dass ihm vielleicht das eine oder andere ausführliche Gespräch mit dem Patienten vielleicht ein bisschen zu mühsam ist und dass es dann einfach unterlässt, weil sein Geld kriegt er ja eh. Oder dass er sich eben, ich halte es für möglich, dass denn ich sehe Menschen auch als in erster Linie als Lebewesen, die in erster Linie als oberstes Ziel die Fortpflanzung haben, also die gehen und das äußert sich bedürfnismäßig als der Wunsch nach sexueller Aktivität mit den hübschen Krankenschwestern und den Arzthelferinnen und so weiter. Und dann wäre es aus meiner Sicht nur zu verständlich, dass in einem solchen staatlichen, beamtenmäßigen, bedingungslosen Grundeinkommen der Arzt eben sich überwiegend mit den hübschen Krankenschwestern abgeben wird und die Patienten nur noch zur Nebensache werden und dass er auch vor allem keinerlei Interesse haben wird, in dem Wallach-Modell sozusagen, Professor Wallach-Modell, auch da wird, dass er keinerlei Interesse haben wird, seine im Studium erlernten vorteilbringenden Irrtümer aufzugeben und daran zu arbeiten und neue Erkenntnisse zu gewinnen über Gesundheitsförderung. Warum sollte er das tun? Er kriegt ja sein Geld eh. Ne? Und er hat dann Besseres zu tun mit den hübschen Krankenschwestern und so weiter, ja. Ja, aber meine Resignierung auch ist eben auch so weit, die geht so weit. Ich hab ja zuletzt gesagt, also, dass ich zurzeit auf der Welt nur zwei Menschen kenne, die über dem Jordan, also über die Grenze, über den Rubikon überschritten haben, den Grenzfluss überschritten haben, hin zu dem Feld der Erleuchtung, das sich dann auch wieder natürlich in unterschiedliche Stufen und Grade gliedert. Und ich sehe bis jetzt nur mich als Bhagwan Anuraksitel, wie mich ja meine Sannyasin in der Tradition von Osho genannt haben. Er hatte mich ja Swami Anuraksitel genannt und meine Schüler haben daraus gemacht Bhagwan Anuraksitel. Osho Bhagwan Sri Rajneesh war aus meiner Sicht, im Nachhinein habe ich erst erkannt, dass er nie erleuchtet war, weil er gar nicht wusste, was Erleuchtung ist. Denn das Minimum der Erleuchtung ist die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Das ist der Minimal-Rubikon, der überschritten sein muss. Das, was ich früher meinen Schülern gesagt habe, bitte sei du mein Lehrer, ich bin dein Schüler. Das ist das Gleiche wie der Satz, wo irre ich mich, wo irrst du dich? Denn wenn dann meine Schüler mir gesagt haben, wo ich mich vermeintlich irre, habe ich ihnen natürlich gesagt, wo sie vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben und sich in Wirklichkeit selber irren bei der Sache. War aber natürlich auch immer offen für die Aussage, dass ich mich vielleicht grundsätzlich irre. Aber dieser Rubikon, dieser Erleuchtung, und die Erleuchtung ist gekoppelt an die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Und jeder, der das Niveau nicht hat, ist grundsätzlich nicht erleuchtet. Auch Osho Bhagwan Sri Rajneesh war leider in diesem Sinne nie erleuchtet, denn er hat uns Schüler seine Sannyasin nie gefragt, wo er sich irrt. Ja, und das zeigt, dass er nicht erleuchtet war. Und von daher, aber die Resignation bezieht sich darauf, dass wir das ja überall erleben. Ich will es mal schildern. Das Beispiel Adolf Hitler zeigt doch ganz eindeutig, dass die wenig intelligenten Menschenmassen nur solchen Dummen wie Hitler zujubeln, aber niemals erleuchteten. Also je erleuchteter ein Mensch ist, desto weniger Schüler hat er und desto weniger kann man erreichen. Und auch meine Schüler haben dann resigniert und haben gesagt, ja, also wir versuchen jetzt einfach mal ganz bewusst, einfach irgendwie uns ein bisschen zu amüsieren in dieser Gesellschaft, weil wir einfach sehen, dass auf der Ebene der echten Erleuchtung leider sich sehr wenig tut. Das sehen wir ja auch heute hier. Wir sind zu dritt.
Wir sind, ich würde den Louis auch relativ nahe dieses Rubikons der Erleuchtung einstufen, aber da ist sicherlich noch ein gutes Stück des Weges zu tun. Und dass wir sehen doch, dass Erleuchtung einsam macht. Ja, dass Erleuchtung, das ist zwar, wie Öff richtig sagt, das Richtige tun und ich deswegen höre ich ja auch nicht auf. Aber ich habe Verständnis für meine Sannyasin, dass die gesagt haben, leider immer finden sich so extrem wenig Menschen für den erleuchteten Weg, also für die wirkliche Wahrheit. Weil die Menschen alle voll sind von ihren vorteilbringenden Irrtümern und alle, was weiß ich, mehr oder weniger ihren Wahnsinn leben wollen, ihre Konsumsucht, ihre Krankheit weiter fördern wollen und so weiter. Ja, und da habe ich Verständnis, dass meine Sannyasin auch gesagt haben, wir hatten ja damals diese tolle Kommune, die immerhin auch eine Zeit lang sehr, auch sexuell total befriedigend war in vielerlei Hinsicht, ja, aber wir wurden ja auch von der Außenwelt total angegriffen und letztendlich zerrüttet und zerstört durch die Angriffe von außen. Ja, und da ist eben der Punkt, dass ich eben jetzt sage, okay, ich akzeptiere, die Welt besteht eben nur aus Sekten, ja, aus Zeugen Jehovas Gruppierungen und niemand will wissen, wo er sich irrt. Also mache ich es jetzt auch so, dass ich die Next Scientist for Future und den Weltrat, dass ich einfach nur versuche, wie jede andere Sekte auch, Fans zu suchen dafür und diese dann für den Weltrat und die Next Scientist for Future und die eben auffordere zur Gründung der Freien Argumente Kulturpartei oder kurz Fragpartei und zur Finanzierung derselben, dass sie, wenn sie was spenden sollen, dann wollen, dann sollen sie da in diese Richtung spenden. Denn die Partei hat ja dann auch mit dem Weltrat nichts direkt zu tun, sondern die Fragpartei wird dann so gestaltet werden, dass sie eben unter anderem auch den Weltrat als Ratgeber nutzt. Ja, und mehr wird dann nicht geschehen. Ja. Ja, und dann von daher muss ich sagen, auch beim Klima erlebe ich das Gleiche. Ja, also entweder ist eben der Durchschnitt der Klimabewegung nicht ausreichend intelligent genug, um unseren Weg, wir hatten ja dies damals den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima angeboten, Fridays for Future und Extinction Rebellion, und man wollte davon nicht das Geringste wissen. Man wollte es einfach entweder... Konnte man das nicht verstehen, dann ist das eben, das bedeutet dann, dass meine Resignation zu Recht besteht. Die Masse der Menschheit ist einfach so wenig intelligent, dass sie die Probleme der Menschheit nicht mehr in der Lage ist zu lösen. Oder mein Kernsatz in letzter Zeit: Die Sackgasse des Kapitalismus ist eine endgültige Sackgasse, aus der gibt es grundsätzlich kein Return mehr. Also der Point of No Return war vor vielleicht sogar vor 400.000 oder vor 140.000 Jahren überschritten, vielleicht sogar spätestens dann vor 40.000 Jahren, und seitdem gibt es einfach keinen Weg zurück, sondern immer nur noch mehr desselben, immer noch schlimmeren Kapitalismus, ja? Und damit auch immer noch schlimmer Erdzerstörung. Ja? Und dass jetzt da jetzt überall die Leute bei 50 Grad verbrennen, das ist jetzt halt so. Der Kapitalismus ist halt so, der bringt uns irgendwann alle um. Ne? Das läuft halt so. Und wir können es nicht aufhalten, die Leute verstehen uns nicht. Ne? Und die andere Möglichkeit, die ich ja für möglich halte, dass diese NGOs, ich habe das ja bei Extinction Rebellion erlebt, wo es aus meiner Sicht eigentlich, ich dann merkte, dass die Diskussion abgewürgt wurde, weil, obwohl sie vorher versprochen worden war, also der Vertrag wurde gebrochen, ja, weil alles getan wurde, damit die Spendenbüchse gefüllt wird, und da störte dann irgendwie eine Diskussion über den richtigen Weg und so weiter und über das Angebot der Next Scientists for Future und so weiter. Das störte da nur, ne? Und die Büchse musste gefüllt werden, und bei Fridays for Future erinnere ich mich, wie die Mädchen rumlaufen und mit ihrer Sammelbüchse auch versuchen, so viel wie möglich Geld abzugreifen von den Leuten. Vielleicht geht es so, da ist auch Fridays for Future und Extinction Rebellion nichts anderes als ein kapitalistisches Geschäftsmodell. Jammere über das Klima,
tue aber nichts dafür, dass sich was bessert beim Klima, sondern sammle die Spenden, verdiene daran und konsumiere das Geld. Ja, das halte ich für möglich. Das kann ich heute nicht mehr ausschließen. Das halte ich für möglich, dass es sich dabei um kapitalistische Geschäftsmodelle handelt, um Spendenerbettelungsorganisationen, und das Klima ist nur ein Vorwand, der in Wirklichkeit gar nicht interessiert, weil wenn man das Klima retten würde, gäbe es ja auch keine Möglichkeit mehr, Spenden zu erbetteln. So sehe ich heute NGOs. Auch Greenpeace verstehe ich jetzt endlich so richtig, ja, wie sie funktionieren. Und wenn das nicht stimmen sollte, dann ist es eben die mangelnde Intelligenz, die dem Ganzen im Wege steht. Und deswegen, Professor Hans-Werner Sinn hatte ja zu Recht analysiert, dass die Auswirkung von Extinction Rebellion und Fridays for Future auf die Welt eine Paradoxe sei, dass nämlich, wenn wir jetzt nicht das Phänomen hätten, dass bei Corona, durch Corona der CO2-Ausstoß künstlich reduziert wurde, dann hätte man nach Professor Hans-Werner Sinn feststellen können, dass durch das Wirken von Fridays for Future und Extinction Rebellion der CO2-Ausstoß wesentlich angestiegen ist, weil nämlich Fridays for Future und Extinction Rebellion allen fossilen Industrien der Welt richtig Panik gemacht haben, dass sie ihren Schrott, also ihre fossilen Energien nicht mehr verkaufen könnten und dass sie deswegen, und man hat das auch in Deutschland gesehen, dass im Moment mehr Kohle denn je in Deutschland gefördert wird und verbrannt wird, weil die ganzen Firmen alle Angst haben, dass sie wenn es dann verboten ist, Kohle noch zu fördern oder Öl zu fördern, dass die Firmen alle auf ihren Milliarden Tonnen umfassenden fossilen Vorräten sitzen bleiben und sie dann unverkäuflich sind, weil niemand mehr in der Welt die kaufen darf. Und weil Fridays for Future und Extinction Rebellion der Welt diese Panik gemacht haben, kommt es jetzt ständig zu mehr Förderung. Alle fördern jetzt mehr. Kohle wird mehr gefördert in Deutschland, messbar mehr. Und es wird überall auch deswegen, und alles, was mal raus ist aus dem Boden, wird auch verbrannt. Und deswegen steigt jetzt an sich der CO2-Ausstoß drastisch an durch das Wirken von Fridays for Future, weil sie nicht verstehen, an was sie da gerührt haben. Wenn, dann muss man das professionell und richtig machen. Und wenn man daran nur rumstümpert, so wie die Scientists for Future und Fridays for Future und Extinction Rebellion, da löst man eine Panik in den Ölbesitzern aus. Die fördern mehr, dadurch wird mehr verkauft und mehr verbrannt, weil die sagen, besser, wir verkaufen etwas billiger und fördern mehr und verkaufen etwas billiger, als dass wir später gar nicht mehr verkaufen dürfen, weil die Welt sich irgendwann auf Greta Thunberg gehört hat und gar nicht mehr fossiles Energie verwendet. Und dadurch hat also quasi Fridays for Future und so weiter und Extinction Rebellion haben wahrscheinlich dem Klima einen Bärendienst erwiesen. Wenn es jetzt nicht Corona gegeben hätte, wäre also wahrscheinlich die Luftsituation noch viel katastrophaler und wir hätten vielleicht irgendwo auch schon die ersten 60 Grad in irgendwelchen Ländern, ne? Ja. Und dann ist es so, dass ich auch noch mal sagen möchte, Luis, auf deine Frage von wegen Öff, ob ich sozusagen, welche Ansprüche ich an mich selber habe. Ich bin damit zufrieden, dass ich mehr tue als 99,9% der Weltbevölkerung für das echte Gute in der Welt. Und damit lasse ich es gut sein. Ich heize zum Beispiel nie. Ich fahre kein Auto. Ich fliege nie. Ich mache gar nichts. Ich mache jetzt nur noch Online-Konferenzen und so weiter und Telefonkonferenzen. Also das heißt, ich habe null Mobilität, ich habe null Emissionen und so weiter. Für mich wird auch nirgends geheizt und so weiter. Ja, also das heißt, auch bei 30 Grad minus im Winter ziehe ich mir ein paar Pullis über und das war's, ne? Und setze Ohrenschützer auf und habe dicke Decken zum Zudecken, fertig. Ja, also und ja, das Einzige, was ich wohl benutze, ist eben, dass ich ja auch ab und zu Strom benutze und auch einen Kühlschrank noch habe, aber das war's dann auch, ne?
Ja, und ab und zu, ich koche noch die Hälfte. Also ich mache 50% Kochen und 50% Rohessen. Also insofern stelle ich ab und zu doch noch mal den Herd an, ne? Und aber das reicht mir. Und ich muss nicht, wenn alle anderen die Welt restlos zerstören, ich muss jetzt nicht tausendmal besser sein. Ich habe diesen moralischen Anspruch an mich nicht, dass ich jetzt, obwohl alle anderen die Welt zerstören, dass ich unbedingt jetzt nun tausendfach besser sein muss als der Zweite in der Welt, sozusagen und dessen CO2-Abdruck. Ich muss jetzt also nicht den allerbesten Fußabdruck in der Welt haben. Diesen Ehrgeiz habe ich gar nicht. Das ist mir völlig wurscht und egal. Ja, aber ich tue eben alles und wie gesagt, unser Angebot steht ja noch, Luis, gell, dass wir können dieses Angebot wieder aufleben lassen, gerade weil wir ja denken, dass die Basispartei leider auch nicht intelligent genug sein dürfte, um unser Angebot wirklich grundlegend anzunehmen. Wenn jetzt Extinction Rebellion und Fridays for Future und Greta und Luisa kämen und so weiter, dann würden wir sofort sagen, ja, wir machen das für euch. Wir machen das, wir retten das weltweite Klima. Das ist ganz einfach für uns, weil wir es können. Ja? Ich sag's nochmal kurz, Luis, damit du es nochmal ganz kurz verstehen kannst. Wir machen durch unsere Reformen, sorgen wir dafür, dass wir pro Jahr 500 Milliarden Euro einsparen. Die könnte man als 700 Euro im Monat netto steuerfrei jedem einzelnen Arbeitnehmer geben in Deutschland, Arbeitnehmerinnen geben. Wir könnten auch aber die Hälfte oder drei Viertel davon fürs Klima verwenden. 900 Milliarden Euro 7 Jahre Plan fürs Klima zum Beispiel verwenden. Dadurch könnte Deutschland gleichzeitig ein kleines Wirtschaftswunder erreichen durch unsere Reformen und gleichzeitig der weltweite Vorreiter im Klimaschutz sein, also könnte CO2-neutral werden innerhalb kürzester Zeit, so schnell es halt dann geht. Und dann könnten wir folgenden Deal machen. Liebe Welt, ihr seht, Deutschland hat seinen CO2-Ausstoß um so und so viel Prozent reduziert. USA, ihr wollt doch auch das Wirtschaftswunder, das Deutschland gerade erlebt, haben. Das kriegt ihr auch von uns. Aber ihr kriegt das nur, wenn ihr einen Vertrag eingeht, dass ihr den gleichen Prozentsatz an CO2 reduzieren müsst, wie Deutschland das getan hat. Und liebes China und liebes Indien und der Rest der Welt, ihr kriegt das alles. In Telefonkonferenzen können wir mehrere Staaten in Online-Konferenzen können wir mehrere Staaten der Erde und mehrere Ministerien auf einmal beraten. Es gibt ja auch Online-Konferenzen mit Hunderten von Teilnehmern. Da können wir mehrere Staaten in Englisch beraten. Und lieber Indien und China und so weiter, ihr kriegt dieses Wirtschaftswunder nur dann und unsere Reformen nur dann, wenn ihr alle das gleiche Tempo bei der CO2-Reduktion einschlagt, wie es Deutschland dann getan hat und schon dabei ist zu tun. Und dann haben wir sofort weltweit eine drastische CO2-Reduktion. Das ist dann quasi identisch auch mit einem weltweiten Emissionshandel oder ersetzt diesen weltweiten Emissionshandel, den Professor Hans-Werner Sinn vorgeschlagen hat. Und wir werden dann auch gleich darauf bestehen, dass es um alle Luftschadstoffe gibt, dass es also nicht so ist, dass nur CO2 reduziert wird, sondern wir kümmern uns gleich um die völlige Sauberkeit des Luftmeeres. Sauberkeit des Luftmeeres gleich auf einmal und kümmern uns dann, sollten uns dann aber auch gleich um die weltweiten Gewässer und deren Saubermachung und Sauberhaltung kümmern. Und das können wir auch problemlos mit solchen Verträgen machen. Ja? So nach dem Motto, du kriegst das Wirtschaftswunder nur, du kriegst unsere kompetenten Reformen nur. Übrigens werden diese Staaten das nicht ganz kostenlos bekommen, denn sozusagen, wir haben der Vertrag im Weltrat lautet, der mündliche Vertrag lautet, einen Staat oder ein Großunternehmen kostenlos helfen zum Wirtschaftswunder und wer als Zweiter kommt, der muss zahlen, der muss überweisen. Große Summen und wer die größte Summe überweist, wird als erstes beraten, ja.
Und denn diese Gelder würde ich dann benutzen, würden wir hier im Weltrat benutzen, um eben unsere Erkenntnisse oder überhaupt die Dinge noch bekannter zu machen und so weiter. Also generell Sachen bekannter zu machen, Werbung zu machen überall und oder auch die Staaten in aller Welt darauf aufmerksam zu machen, dass es dieses Angebot gibt. Das kostet ja viel Geld, soll überall in diesen Staaten dann Werbung zu machen. Hier, da gibt es den Weltrat und die Next Scientists for Future und euer Staat könnte auch CO2-neutral werden oder klimaneutral werden und ihr könnt ein Wirtschaftswunder erleiden und bitte macht Druck auf eure Regierungen aus und dafür muss man viele Werbemillionen verwenden und vielleicht sogar Werbemilliarden dafür verwenden. Übt ganz großen Druck auf eure vielleicht nicht ausreichend kompetenten Politiker aus, dass die unser Angebot annehmen oder dass die uns beauftragen und so weiter und dass die Staatsgelder sinnvoll benutzen, um uns etwas zu überweisen. Ja, und so würden wir dann schon Wege finden, diese Millionen, die uns überwiesen werden, sinnvoll zu nutzen. Und das würde gehen. Ich bin ganz sicher, dass wir das hinkriegen würden, aber es scheitert alles. Meine Resignation lautet, das abschließen für jetzt, denn ich bin jetzt schon 2 Minuten mehr als FF gesagt hat, anderthalb, ich muss Schluss machen. Ich sage das nachher nur noch ganz kurz. Die Tatsache, dass die Menschheit angeblich laut einiger Professoren in den letzten 40.000 Jahren 0,15 Liter Gehirnsubstanz verloren hat, also 0,15 Liter dummer geworden ist, dagegen kommen wir nicht an. Und die Menschheit generell scheint der Kapitalismus auch ein System zu sein, das die Menschen nicht mehr rauslässt. Und deswegen resigniere ich diesbezüglich einfach. Ich sehe ja, dass sich wenig tut. Ich mache aber trotzdem weiter und rufe zur Fragparteigründung auf. Ja, das war's erstmal diese Runde. In der nächsten habe ich noch viel interessante neue Sachen noch für heute. Ja, tschüssi, ich gebe an Öff weiter. Bitte Öff, nächste Runde. Ja, danke schön. Danke schön. Ich greife ein paar Dinge wieder auf. Wie man mich so kennt, ich bin ein absoluter Fan der logischen Stimmigkeit. Ihr wisst ja, also der Mensch kann sich mit vielem vergnügen und berauschen. Ich denke, dass das denkende Tier oder denkende Wesen durch richtiges Denken den höchsten Rausch haben müsste, den Wesensrausch. Also besser als irgendein sexueller Orgasmus ist eine richtig tolle, richtige Idee. Was ich übrigens leider nicht bestätigen kann. Ich fände das Denken und das Sprechen doch sehr anstrengend. Und mein Erleuchtungs, das würde ich nicht als Erleuchtungserlebnis bezeichnen, aber mein ozeanisches Erlebnis, dass ich so in Liebe mit der Welt und den Menschen war, das resultierte, nachdem ich gerade mit zwei sehr hübschen Frauen sehr erfüllenden Sex hatte. Also das heißt, bei mir war doch immer dieses ozeanische Gefühl, dieses Liebe zu allem und der ganzen Welt, doch gekoppelt an das Kommunenglück, ne? An das Kommunenliebesglück, ne? Aber sprich weiter. Ja, total spannend, ne? Also ich sage ja auch nicht, ist es ist bei jedem so. Ich denke das nur von der logischen Stimmigkeit her, so gut wie ich kann. Und da kann ich auch mich damit irren, aber ich sage mal, wenn die Wesenseigenschaften des Menschen als denkendem Tier oder denkendem Wesen das Denken ist, dann müsste das Denken auch die höchste Wesenserfüllung darstellen können, den höchsten Erfüllungsflash. Und bei mir ist das so. Also ich brauche da nichts oder das ist von nichts anderem abhängig. Also der Geistesrausch, der Geistesorgasmus ist auf jeden Fall das absolute Spitzenerlebnis. Und der Witz ist, das kann einen ziemlich durchgehend begleiten. Das ist nicht nur so mal ein Hochgefühl, sondern ich bin eigentlich ständig im Trip. Im Trip des richtigen Denkens. Ständig auf dieser Geistesdroge. Und ist mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen weniger. Natürlich kommen all die anderen Dinge ja auch mit dazu, ne? Aber es hat eigentlich alles dann nur so richtig seine erfüllte Form, wenn es integriert ist. Also für mich gäbe es jetzt in der Weise nicht das ja, Ausleben einer Sexbeziehung, wo nicht dieser geistige gemeinsame Strom, der Hintergrund oder Nährboden, sagt besser,
ist auch für diese anderen Empfindungen. Ja, und da komme ich natürlich zu verrückten Ergebnissen. Also zum Beispiel kann ich dir, Dylan, da nicht recht geben, dass man dann sagen kann, okay, ich bin da jetzt schon sehr konsequent in der Reduzierung meines CO2-Fußabdrucks oder was auch immer. Und ich muss das jetzt gar nicht noch weiter denken. Also eigentlich, wenn wir sehen, wir sind vielleicht dabei, die Welt zu verheizen, und zwar durch Schuld unserer menschlichen Fehlorientierung und menschlichen Fehlverhaltens, dann ist das der Hebel, um zu sagen, jetzt ist Weltrettung angesagt. So wie du in deinem Forum sagst. Weltrettung, ja danke, aber wie? Also ein Mensch, der seine Vernunftseele spürt, und die Vernunft will Sinn. Sie will Sinn im Ganzen. Sie will nicht nur um eine Ecke vernünftig denken und danach wird willkürlich und unvernünftig gedacht oder gehandelt. Die Vernunft ist erfüllt, wenn sie ganz für Sinn leben kann. Sinn im Ganzen. Das heißt, global denken, lokal handeln oder mit diesem, das kosmische Gemeinwohl, wie auch immer man es nennen will. Also ich finde es ja toll, wie du beschrieben hast, da dein ozeanisches Einheitsgefühl, was du mit der Welt um dich herum so schon hattest. Ein bisschen nüchterner bei mir ist es eben das Post-Conventional Level, oder was ich am liebsten ja, also bei Post-Convention sage ich nur nachkonventionell, also das, was es nicht ist. Ich fülle so einen Begriff am liebsten ja positiv, und dann ist es für mich Spirit Identification Level. Ich mache das, was im Ganzen vernünftig und verantwortlich ist, weil es im Ganzen vernünftig und verantwortlich ist. Nicht, weil ich dies oder jenes Leckerli bekomme oder weil mir das und das dagegen dann angedroht wird, es zu lassen oder wie auch immer. Alles völlig unbedeutend gegenüber der Hauptmotivation, die ist, ich mache das Richtige, weil es richtig ist. Ich mache das Vernünftige, weil es vernünftig ist. Und indem ich so mich über mein Denken und dieses Gewissen definiere, dieses Gemeinwohlgewissen, bin ich Mensch, bin ich Seele, habe ich die Erfüllung. Und dann ist es so, müsste ich ja eigentlich denken, was oder welche Haltung zu mir und meinem Leben und meinem Verhalten, auch meiner Verhaltensänderung, entspricht so sinnvoll wie möglich dem global denken, lokal handeln oder der Weltrettung. Und da komme ich zum Ergebnis halt, habe ich ja in den letzten Talkshows oder jedenfalls auch gegenüber Louis schon manches Mal jetzt erwähnt. Ich glaube, logisch zu Ende gedacht, hat dann Gandhi recht mit dem Satz, wenn ein Mensch die Vollkommenheit erreichen würde, könnte die Welt um ihn herum nicht mehr unvollkommen bleiben. Das heißt, man müsste sich selbst so betrachten, dass da eine Möglichkeit besteht, nämlich die Vollkommenheit so umfassend wie möglich verwirklichen zu wollen, um dadurch eben das Beste zu leisten für die Rettung der Welt. Ganz egal, wie stur die anderen sind, da würde man sich ja nicht mit entschuldigen oder dran orientieren, sondern man macht das, was für die wichtige Aufgabe das passendste Mittel ist. Und das ist dann in die Vollen gehen. Also man könnte auch so sagen, je mehr die anderen nicht mitmachen, umso mehr ich. Je mehr die anderen falsch machen, desto mehr muss man selbst richtig machen. Und je mehr die anderen fliehen, desto mehr muss man sich stellen. Ja, also ganz logisch stimmig gedacht käme das raus, und das habe ich deshalb für mich zum Maßstab gemacht. Was man relativ wenig dabei braucht, aus meiner Sicht, und das kam bei dir, Louis, dann auch vor, und das ist immer was, also das piekst die Menschen, mit denen ich darüber diskutiere. Die gucken, was sagt der öfter, und welche Konsequenzen zieht der öfter draus? Oh man, der ist zwar immer noch sehr unvollkommen, wir kennen auch seine Fehler, oder wir fragen seine Frau, die weiß dann seine Fehler. Aber die Dinge, die der macht, also auch jetzt, dass er nicht nur im Winter da ohne Heizung gesessen hat, sondern dass er ohne Staats- und Geldsystem sagt, muss es gehen, egal wie. Ob ich dran krepiere im Straßenkampf, verhungere, erfriere oder sonst was. Aber ich darf hier nicht eine Verbrecherbande beauftragen, in meinem Namen die Zerstörung weiter voranzutragen. Was auch immer ich mache, aber eine Grundvoraussetzung ist, es muss ohne das gehen. Und dann kommen die Leute um mich herum, mit denen ich da rede, kommen dann zum Ergebnis, okay, also der FF, der denkt das sehr konsequent zu Ende, was man machen müsste oder mit welcher Einstellung, auch Radikalitätseinstellung, man da rangehen müsste. Und alleine indem er jetzt diesen Systemausstieg auch durchzieht, ist das schon tausendmal mehr als was weiß ich, Vegetarismus oder Heizungsverzicht. Was er ja zusätzlich auch dann noch nennenswert bereit ist zu bringen.
Aber was die Leute juckt, und das finde ich nicht gut, ist, dass man dann auf die Idee kommt, oh, gut, jetzt gucke ich auf mich. Mensch, ich habe aber 1000 Spaßinteressen, und da will ich mich, die will ich nicht loslassen und ich will mich dann nicht schlecht fühlen. Und was mache ich da? Also gut ist schon mal, wenn ich die Menschen um mich herum auch ein bisschen provoziere und mal zurechtstutze. Also da gehe ich hin und stelle die an den anderen die Frage. Hör mal, du da, ne? Wie sieht's denn aus mit deinen Inkonsequenzen so, ne? Und da soll man es an dem Öffnen essen? Und da kriegt man ja Antworten, die einem gut tun. Dann sagen die Leute, nee, das muss man nicht. Manche sagen vielleicht, das ist ein Spinner. Oder du kannst dich doch auch wohlfühlen, wie du bist. Du bist halt so als Mensch und mach doch da keine solchen Gedankenkapriolen. Und das wird auch schon gut sein. Guck mal, regt sich überhaupt dein Gewissen? Nee, da denken wir jetzt gar nicht, wie betäubt es vielleicht sein kann. Nee, das ist dann halt dein Gewissen. Ne? Dein Gewissen sagt, ja, ist ja okay. Ne? Und lassen wir es mal alles locker angehen. Und wenn man im Rausch des, was weiß ich, irgendeinem sonstigen Rausch ist, ob das Musik oder Droge oder psychedelische Gespräche sind, also man kann sich mit irgendwas ja auch so berauschen, dass man alles gar nicht mehr so richtig merkt, dass andere nicht so richtig merkt, diesen Anspruch an sich und so weiter. Und je mehr Menschen man fragt, und wenn die erstmal meinen, dass sie schon richtig leben, dann kann man sie auch ganz trefflich zurechtstutzen, indem man sie erstmal drauf stößt, was sie eigentlich wirklich machen müssten, wenn sie da richtig offen drüber nachdenken würden. Also das ist eine Strategie, wodurch man sich sehr gut tun kann, die eigene angekratzte Eitelkeit mit dem Ankratzen und Runterkratzen der Eitelkeit der anderen erstmal auszugleichen. Wobei man das eigentlich überhaupt nicht bräuchte. Also mein Ehrgeiz, und das wissen ja auch Leute, die als Verbündete mit mir agieren, deshalb habe ich ja die Verbündetenstufe überhaupt so geschaffen, das muss ich vielleicht für die Zuhörer mal ganz kurz noch erklären. Also in der von mir gegründeten Schenkerbewegung gibt es diese zwei Stufen. Die existenziellen Schenker, die müssen die Ideale natürlich auch grundsätzlich umsetzen. Nicht hundertprozentig, aber bis auf kleine vertretbare Ausnahmen und redliche Kompromisse. Das kriegt man schon raus, ne, wo da die Grenzen sinnvoll liegen können. Und die Schenkerverbündeten, weil ich jeden mit auf den Weg nehmen wollte, das sind Menschen, die diesen Traum einfach mit zu träumen bereit sind. Also die Menschengeschwister, die Verantwortung fürs Ganze tragen. Und das sind freie Argumente, Kultur, Miteinander entwickeln, das herausfinden. Also diesen Traum mitträumen, das ist das Kennzeichen der Verbündeten. Und da muss ich ja eigentlich, ne, obwohl es, ich habe ja schon gesagt, die Leute, die beim Louis da wegliefen oder die aus den Kommunen von uns weglaufen, die laufen nicht wegen irgendwas anderem weg, wegen dem Essen, wegen der Heizung, den Gebäudeschäden oder was auch immer. Sie laufen vor Frack weg, vor diesem freien gemeinsamen Nachdenken, wodurch sie nicht mehr im Leben sich dann aussuchen können, was ihnen gefällt. Auch wenn es im Ganzen nicht verantwortlich wäre. Diese individualistische Willkürentscheidungssucht, diese Konsumsucht des Lebens, der eigenen Seele, des anderen, das ist die tiefste und bestimmendste Sucht. Und das merken sie, wenn sie irgendwo hinkommen und dann sagt ihnen der Louis, ja und hier denken wir jetzt mal, welche Folgen das so im Ganzen hat und ob es im Ganzen verantwortlich ist. Boah, erste Bombe schlägt ein, dann kann ich es mir nicht mehr so schön aussuchen, nach Gefallen. Und dann sagt der Louis, ja und wir haben auch noch das tolle Angebot, dass wir das dann gemeinsam machen. Wir setzen an den Tisch und denken drüber nach. Boom. Zweite Bombe knallt rein. Erstens, ich soll mich an Maßstäben messen, die mich nicht mehr so willkürlich aussuchen lassen. Zweite Bombe mit anderen gemeinsam. Ja, wie komme ich dazu, mir da reinreden zu lassen? Am Ende komme ich noch auf die Idee, ich soll mich in eine Frau nicht verlieben, weil da gerade die Hormone toben, sondern ich müsste tun aus Weggefährtenschaft für die globale Verantwortlichkeit. Wir wissen alle, dann rumpelt es gewaltig im Karton. Und natürlich findet man dann, also man sagt ja dann nicht, oh, ich habe mir das überlegt, ich will gar nicht global verantwortlich leben, ich will gar nicht drüber nachdenken, schon gar nicht gemeinsam, sondern man sagt, da ist aber nicht der richtige Ort hier. Also natürlich, ich habe ja auch so einen Anspruch an mich, ne, und bin auch schon ganz toll, so, ich guck mal, was ich hier und da mache, aber hier der Ort, ne, nee, das ist es doch nicht, ne, und da finden wir vielleicht noch was anderes, oder sagen wir mal so, ob mit dir gemeinsam ist auch schon die Frage, weil dann hätte ich wieder so eine Gemeinschaft, wo du mir vielleicht zu sehr unangenehme Fragen stellst, also schon gar wenn es der Louis ist, mit seinem Drang zu quatschen und auch in Fragestellungen durchzuführen, das ehrt ihn ja sehr, ne? Aber der würde auch, egal an welchem Ort, ne, für die Leute ganz schnell vielleicht als dicker Ballast erscheinen, den sie sich nicht in den Rucksack packen wollen. Also wenn der Ort nicht passt, passt der Louis wahrscheinlich auch nicht auf Dauer. Und dann sucht man sich einen anderen Ort aus, was weiß ich, irgendeine Schrebergartenkolonne, wo jeder dann eben hingeht und baut sich vegetarische Nahrung im Kleingarten an. Ja, also insofern
Ich glaube, man braucht den Vergleich überhaupt gar nicht. Im Himmel gibt es sowieso keinen besonderen Thron, und jemand, dessen Bewusstsein mit dem kosmischen Bewusstsein verschmilzt, der denkt, glaube ich, gar nicht so, wie kann ich individuell mir jetzt irgendwelche Orden oder Vorteile, ein besseres Gefühl als andere, oder ich stehe über ihnen, oder wer steht unter wem, oder wie auch immer. Logisch stimmig ist eigentlich nur zu überlegen, was bringt lösungsorientiert was. Also inwiefern, wenn überhaupt so gedacht wird, dient es dazu, um gemeinsam die Orientierung zu finden, wie man vorwärts kommen kann. Und wenn man da in sich reinschaut, dann merkt man ganz genau, dass man viele Gespräche, wo man andere in Frage stellt, dann nicht führt, um von denen den Push nach vorne zu kriegen, sondern um was von ihnen zu hören, sodass man sich selber besser fühlt mit dem Push nach hinten. Und das ist wichtig, sich da eben so innerlich selbst zu prüfen und zu gucken, was macht man da mit sich und was macht man mit den anderen? Warum macht man das? Mit welcher Motivation? Und ist die eigentlich wirklich logisch, stimmig, richtig, erfüllend, beglückend? Wie auch immer. Ja, lass mich überlegen, was war sonst noch? Ja, also zu dem, was du gesagt hast, Louis, auch über den Ort und wie ist das mit den Monaten, wo man aushält, warum hält man aus und wie macht man es danach und wie hält man insgesamt aus? Ich habe ja schon gesagt, ich mache es den Menschen möglichst leicht, in gewisser Hinsicht natürlich auch möglichst schwer. Ich mache es ihnen schwer, indem ich es ihnen möglichst leicht mache. Weil du weißt, wir haben hier im Wohnzimmer gesessen und ich habe zu dir gesagt, Louis, jetzt lass uns klären, worauf es ankommt. Da habe ich ganz ausdrücklich schon gesagt, ich bringe gerne auch das Beispiel von diesem Mahasch, diesem Mitbewohner, den wir hatten da im Dagelütz-Projekt. Da setze ich mich mit jemandem in den Garten und er stellt mir doch tatsächlich kühnerweise die Frage, was hältst du am wichtigsten jetzt, dass ich hier beitragen sollte? Oder was könnte und sollte ich denn hier jetzt machen? Dann sage ich, finde ich erstmal super toll, dass du mir diese Frage stellst. Und ich kann dir sagen, nicht Handwerk, nicht Gartenbau, nicht Tierhaltung und so etwas, sondern achten auf die eigene idealistische Stimmigkeit im Kopf und im Herzen oder in der Seele. Achten auf flüssige Kommunikation mit sich selbst, mit den anderen, über diese Ideale. Achten auf sowas wie Ausgleich der sozialen Bezüge, die Konfliktarbeit, also Friedensagentur, Frag- und Friedensagentur. Und sonst kommt erstmal lange nichts. Natürlich können dann die Leute eigentlich nicht zu mir sagen, wenn sie irgendwo hingegangen sind und sollen da Projektarbeit machen. Oh, hat nicht geklappt, weil, was weiß ich, habe meine Nahrungsvorsätze nicht eingehalten, der Zaun ist schief geworden, den ich gebaut habe, die Pflanzen sind alle eingegangen und die Hühner, ja, die geben gar keine Eier oder was weiß ich, die Kuh ist weggelaufen. Das können sie alle nicht sagen, weil dann werde ich ihnen immer sagen, na, was setzt du dir überhaupt für Maßstäbe? Setz, mach dir doch keinen unnötigen Stress. Die Aufgabe, weshalb du erstmal da bist und womit du da glücklich und zufrieden sein könntest, sind auch ganz andere Dinge, die wir da auch abgesprochen haben. Wenn da was zukommt für dich, ne, ist ja auch gut, ne? Also wenn du handwerklich, gärtnerisch oder so irgendwie was machen willst und kannst, ne? Wobei auch dann sage ich oft, überleg mal lieber, ob du in der Zeit nicht die Tür bei dir dann zumachen würdest und würdest irgendwo andere Aktionen und Projekte mitmachen. Also in der Regel würde ich ganz viel sogar noch eher dazu dann raten, als seine Zeit so einzusetzen. Weil, ich meine, ich bin ja diesbezüglich auch, hab's ja auch selbst erlebt, warum macht man sich Arbeit für ein geringeres Niveau? Wenn man Selbstversorgung will, natürliche Selbstversorgung, kann man wirklich hingehen und sich seine Wildkräuter sammeln. Da habe ich auch im Naturschutzgebiet es geschafft, mit 2x10 Minuten am Tag die Salatschüssel voll zu bekommen. Wenn, weil es nur Kräuter sind, wenn man Früchte hat, ist gut, dann geht das auch für die Verdauung. Ansonsten kann das, habe ich festgestellt, zu sehr stopfen. Dann ist es gut, eben wirklich, wenn man keine Früchte hat, eben noch ein paar Regenwürmer oder so mit dazu zu essen. Das reicht dann in der Regel schon. So, also höchste Stufe artgemäßer Ernährung, radikale 100%ige Autarkie und so weiter. Und das alles ohne Arbeit und Zeitverlust. Und man kann dann, wenn man wirklich jetzt mal sagt, okay, jetzt habe ich hier an dem Ort für die Hauptaufgaben das idealistische Denken, die Kommunikation für Frag- und Friedensagentur, habe ich hier gemacht, was hier jetzt sinnvoll ist, dann kann man die Tür zumachen und kann hingehen und an anderen Projekten mitmachen. Und wenn man den Ehrgeiz hat, dann kann man meist die Autarkie sogar mitnehmen. Das heißt, diese Art von radikaler, artgemäßer Ernährung und Autarkie-Selbstversorgung, die kann man oft sogar da praktizieren, wo man dann hingeht. Also wenn der Louis zum Beispiel sagen würde, okay,
dann mache ich zwischendurch die Tür hier zu. Wo ist am wichtigsten dann hinzugehen? Ich konnte den Öff unterstützen beim Widerstandscamp gegen das Wegrutschen der ganzen Welt in Willkürdiktatur in Berlin. Gehe ich da hin und ich guck mal, gibt es da vielleicht auch genug Brennnesseln und sowas drumherum, dass ich zur Not sogar alleine davon leben könnte. Also warum sich mehr Stress machen, arbeiten, auch sich ein schlechtes Gefühl geben, dass irgendwas vielleicht nicht gut genug funktioniert, für niedrigere Qualität, wenn man einfacher, mit weniger Arbeit, weniger Stress, weniger schlechten Gefühlen und so, die höhere Qualität praktizieren kann. Also in der Art und Weise zu denken, das bringt einen vorwärts. Und ja, von daher, ich habe immer für alles Verständnis und jeder geht seinen Weg. Ne? Und bei Lewis zum Beispiel denke ich ja, der will ja mitdenken, der will ja argumentatives Kraftfutter bekommen. Also insofern kann man ihm auch ganz schön Kraftfutter geben. Und ja, und damit komme ich auch zu dem anderen Argument. Jetzt schimpfe ich mal mit. Diese Scheinheiligkeit, ne, von Extinction Rebellion Aktivisten oder sonst was, die hingehen und sagen, Mensch, Indien 50 Grad. Jetzt müssen wir andere, effektivere Mittel einsetzen als Frack oder als Aussteigerleben, als in die Kommune gehen. Wir müssen diese Symptome erstmal oder diese Sachen, die müssen wir ja beheben. Also da müssen wir was machen, ne? Oder wir müssen jetzt, was weiß ich, im System politisch tätig werden. Wir werden jetzt doch Politiker und gehen ins Parlament, weil wir müssen das doch jetzt abstellen. Wir müssen jetzt unbedingt abstellen. Wir müssen uns da ganz drauf konzentrieren und da lenkt uns die freie Argumentekultur und Kommune oder so, lenkt uns ab, ne? Also die Energie drauf konzentrieren. Und gleichzeitig leben sie, jeder lebt an einem Ort. Jeder hat seine Nahrung, jeder hat seine sozialen Bezüge, jeder hat seine Wohnung, jeder hat seine Verträge für seine Versorgungsmittel. Das haben sie alle dann nicht in Kommune. Jeder hat dann denselben Aufwand oder viel mehr Aufwand, und das hat nichts zu tun mit seinen Idealen, hat er für bürgerliches Privatleben. Die Leute, die sagen, in der Kommune, Mensch, da für die Wohnung und fürs Essen und für Verträge in der Kommune, ne? Und hat es in nicht weniger Aufwand für sich persönlich. Nur, dass es da nichts bringt für die Ideale. Und die Frage ist ja nämlich, wäre es denn Ablenkung, wenn man in die Kommune gehen würde? Man braucht sein Zuhause, man braucht sein Dach über dem Kopf, man braucht sein Essen, man wird sein soziales Umfeld haben. Ist es denn etwas, was weniger Kraft für den Aktivismus, nenne ich jetzt mal, hervorbringt? Ist es weniger Kraft, die dabei rauskommt, als vielleicht sogar mehr Kraft? Und da bin ich der Ansicht, dass wenn man da genau hinschaut, dass man dann feststellt, wenn man es richtig anpackt, ich habe ja jetzt eben schon beschrieben, man kann in die Kommune gehen und kann sagen, oh Mann, ich bin hier voll im Fleischwolf. Ich werde ja voll durchgedreht, ne? Allein, dass ich den Garten dann nicht, was das für Arbeit ist, ne? Und ich schaff's nicht, wie auch immer. Man kann sich durch den Fleischwolf gedreht fühlen. Man kann aber auch sagen, wenn man da hingeht und kriegt jetzt so ein Niveau drauf, was man alles machen kann, also mit vollem Brainstorming über alle Möglichkeiten, dass man sieht, ja, dann mache ich wieder öfter diese Sammler-Wild-Rohkost, möglichst vegan, wird eben auch ganz extrem sogar. Das mache ich hier und ich stelle plötzlich fest, das gibt mir viel mehr Freiheit. Das verstärkt meine Möglichkeiten auch für anderes. Ich kann von da aus nicht weniger hingehen und Aktivismus machen. Also wenn ich mich vergleiche mit Extinction, und dann sagen die vielleicht, ja, du bist ja nicht auf unseren Demonstrationen hier gewesen. Ich mache ganzheitliche Demonstrationen. Also wenn man sich hinguckt, wenn man hinschaut, wie sieht dann das Demokratiefürsorgecamp vom ÖF aus? Dann kann man ganz viel von den Prinzipien, es über die Forderungen und Prinzipien bei Extinction Rebellion, wenn man mal diese Kulturansprüche für menschlichen Umgang angeht, dieses Demokratische, das Inklusive, dieses Offensein für andere Meinungen und so etwas. Ne? Und gleichzeitig lasse ich mir das ja nicht nehmen, überall auch aufzutreten für diese Öko-Ziele. Also ich trete überall dann auch als ein solcher Aktivist auf, ganzheitlich, für Demokratie und Klimarettung. Und da muss ich dann wirklich sagen, ich bin gerne bereit, aber man sollte das mal vergleichen dann. Ne? Wie viel Freiraum hat der öffentliche Aktivismus? Wie viel Freiraum hat der mit bürgerlichem Hintergrund lebende Extinction Rebellion Aktivist? Und da glaube ich, kann ich alle an allen vorbeiziehen. Und dann kann ich Ihnen das wieder auch klar widerlegen. Es ist eine billige Ausrede. Es ist eine billige Ausrede, um den Aktivismus zum Werkzeug zu machen, sein bürgerliches Leben über die Runden zu bringen, was man dahinter eigentlich schützen will, oder?
weiter beibehalten oder weiterentwickeln will. Das ist es, worum es den Leuten geht. Nicht um den Vorteil für die Revolution, nicht um den Vorteil fürs Klima und schon gar nicht um den ganzheitlichen Vorteil, wo all die anderen Dinge, die auch bei Extinction Rebellion in den Prinzipien mit drin stehen, da steht nämlich ganzheitliche Gesellschaftsveränderung und Lebensveränderung mit drin. Nicht nur äußerer Ökoaktivismus. Und schon gar nicht auf dem Weg über die Parlamente. Da steht eher das Gegenteil da drin. Ne? Und all diese Sachen, wenn man sich das wirklich klar macht, dann kommt bei einer offenen Argumentation, bei Frack, kommt heraus, das ist ein Scheingegensatz. Ich habe noch gar nicht erwähnt, wenn man hingeht zu einer Demonstration und redet da von Zielen wie der ganz anderen Welt, ne, global verantwortlich und Verantwortungsgemeinschaften von Menschen. Also es wird ja gesagt, keine Klimazerstörung mehr an die Macht, ne, Klimaschützer. Wie müssten denn die Klimaschützer leben, auch mit ihren Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen? Ne? Da müsste es ja einen Verantwortungskonsens auch geben. Steht auch eigentlich mit drin, dass es in so eine Richtung gehen muss. So, dann hat es nämlich noch den riesen Vorteil, wenn ich aus der Kommune zu einer Aktion nach draußen gehe, einer Demonstration oder sonst was, dann habe ich eine ganz andere Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft. Weil ich halte dann ein Schild hoch für Ziele, die ich in meinem Hintergrund auch ganzheitlich mit meiner ganzen Lebenswirklichkeit umzusetzen versuche. Und nicht, ich komme aus dem falschen System. Ne? In meinem Namen handeln die Klimazerstörer. Meine Wohnung und all das, was ich da habe, ne, ist alles kapitalistisch so eingebettet, dass ich das System damit voll mittrage. Da denke ich auch gar nicht dran, das Systemwandel jetzt durchzuführen. Und dann gehe ich mit meinem Schild raus. Ich sage, die Leute sind voller Selbstwidersprüche. Wir sind Heuchler auch zum Teil, weil sie Machbares nicht machen, um die Ganzheitlichkeit herzustellen. Und jemand, der aus der Kommune zur Demonstration geht, der hat eine ganz andere Wucht an Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft, weil er das Einzelziel, für das er mit seinem Schild eintritt, mit einem ganzheitlich stimmigen Lebenshintergrund verbinden kann und das den Leuten auch sagen und zeigen kann und sie dahin führen kann und da solche Zellen sich vervielfältigen lassen kann. Okay. Das mal dazu noch und dann gebe ich erstmal an den Louis weiter. Ja, vielen Dank, sehr spannend. Also lieber Dylan, war ja praktisch, dass du von selber drauf gekommen bist, mich einzuordnen im Erleuchtungsdiagramm. Dann bin ich auch sehr neugierig, was du mir für Tipps gibst, wie ich mich da vervollkomme. Du hast, glaube ich, von zwei Personen geredet, also eine außer dir. Ist das der Öffi oder wer ist das, den du für erleuchtet hältst? Ja, das kann ich im Moment so sehen. Nur die beiden bis jetzt sind über dem Rubikon, denn zum Beispiel gestern habe ich im Internet so einen Guru angeschaut. Da brauche ich nur drei Sätze zu hören, da weiß ich sofort, der ist nicht erleuchtet. Ne? Danke. Dann hast du von verschiedenen Geraden an Erleuchtung gesprochen. Ich finde es auch immer am besten, wenn du mir dann antwortest, wenn du dran bist. Dankeschön. Und würde mich interessieren, wie du dir das vorstellst, Dylan. Also ich bin nach wie vor eigentlich schockiert, wenn ich ehrlich bin, wie das mit dem Professor Wallach ist. Und mich würde dann interessieren, wie euer Zusammenspiel, Entscheidungsfindungs-Credo ist, wenn ihr so unterschiedliche Positionen habt und wenn du quasi auch das Gefühl hast, dass der Professor Wallach nicht die Frack praktiziert. Dann war noch irgendwas, was ich jetzt gerade vergesse. Ich glaube, ich würde dann sehr gern mal irgendwann, Öffi, von dir so eine Salatschüssel gepflückt kriegen. Das mit den Brennnesseln hat nicht gut geklappt bei mir. Das wurde mir gezeigt von Uwe und seiner Freundin. In dem Moment hat es auch geklappt mit dem, dass sie nicht stechen. Und als ich es dann alleine versucht habe, haben mir ungefähr einen Tag lang die Finger wehgetan, massiv, so dass ich da nicht weiter probiert habe. Klingt natürlich toll, das überall machen zu können. Würde mich dann besonders im Winter interessieren, so eine Salatschüssel zu kriegen. Ich würde das wirklich gern lernen und denke, dass das nicht so ohne weiteres zu Völlegefühl und Energie, also Kraft, sich kräftig fühlen,
führt, wenn man das macht, aber bin bereit, das auszuprobieren, auch mit bisschen Zeit, dass es sich einspielt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ja auch eine Sache des Bewusstseins ist. Ja, und dann, wir haben da schon öfter drüber geredet und zu meiner Schande muss ich sagen, würde ich doch nochmal sehr profitieren davon, Öffi, wenn du darstellen würdest, zusätzlich zu dem Austritt aus dem System, wieso es auch darum geht, ohne Geld zu leben. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg an meinen Computer, wo ich noch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben habe. Da kann ich ja noch sagen, also lieber Dylan, wir haben da zwar schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, aber so wie du immer wieder ganz genau von diesen täglichen Mikrokonflikte heilen sprichst, sehe ich da noch ein bisschen Luft nach oben, wie wir die Sache damals mit so einer gewissen E-Mail-Kommunikation heilen könnten. Jetzt sitze ich vor meinem Computer. Ach ja, genau. Ja, genau, aber da ist der Öffi schon drauf eingegangen, inwiefern das vielleicht gar nicht einzuschätzen ist, wie vorbildlich, also welche Vorbildwirkung es haben kann, wenn man selber quasi möglichst den eigenen Idealen nahe kommt, auch wenn man schon den anderen krass voraus ist. Okay, damit gebe ich dankend weiter und mache mich stumm. Ja, ich hoffe, mein Telefon funktioniert gut. Vielleicht kann ja noch jemand sich noch mal kurz entstummen. Ich hoffe, man hört mich gut. Ne? Ja. Super. Ja, dann drücke ich mal meine Zeit auf Start. So, ich denke, es läuft, ja. Ja, also, ich fange einfach mal irgendwo an. Luis als erstes, der Weltrat als Summe. Der Weltrat ist zwar aus meiner Sicht die klügste Instanz der Erde, aber er ist nicht erleuchtet. Also ich würde jetzt keinen unserer Professoren als erleuchtet bezeichnen, außer mir selber. Weil ich da eben einfach Merkmale dessen sehe, dass eben nicht jeder diesen Grad erreicht, sondern die unsere Professoren sind sehr klug. Und ich finde das auch, das ist eben auch so, dass ja, guck mal, Luis, der Professor Wallach ist auch jenseits eines Rubikons. Er erkennt ganz klar, dass das Gesundheitssystem in Deutschland eine Katastrophe ist. Allein diese Erkenntnis unterscheidet ihn von Millionen anderen Professoren auf der Welt, die nicht in der Lage sind zu erkennen, dass das Gesundheitssystem eine Katastrophe ist. Und insofern gehört er schon zu den Besten der Welt. Und mehr Anspruch haben wir nicht, als dass er sozusagen grundsätzlich erstmal erkennt, dass prinzipiell unsere Systeme einen neuen Rahmen brauchen, besonders das Grundgesundheitssystem, irgendwie anders gestaltet werden muss. Und das reichte als Kriterium, damit er aufgenommen wurde in den Weltrat. Ja? Es ist auch nicht erforderlich, dass er unbedingt sich jetzt voll zu dieser Anekdote vom alten China bekennen müsste. Das ist nicht zwingend gefordert bei uns. Ne? Das ist so ein bisschen der Grundkonsens, aber zudem hat er sich auch irgendwie grundsätzlich bekannt. Und die Tatsache, dass er eben ein Modell favorisiert, das nur Teile des Problems eventuell löst, vielleicht auch gar nicht löst, das ist halt ein Manko. Und trotzdem ist seine Stimme äußerst wichtig im Weltrat und bei den Next Scientists for Future, weil er eben ja etwas Wichtiges sagt. Vielleicht ist ja die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve und die Wohlfühlstimme vielleicht wirklich sehr kompliziert technisch zu realisieren. Und allein für dieses Argument sind wir doch hilfreich, für diesen Falsifizierungsversuch des Konzeptes sind wir doch wieder dankbar. Ja, denn wir haben einen Professor zum Beispiel, der
fällt mir jetzt der Name gar nicht ein, weil das schon länger her ist, dass ich mit ihm das letzte Mal telefoniert habe. Der ist nur dabei, weil er als Physiker so richtig skeptisch ist und eben sich fragt, ob bei unserem Verbesserungsversuch der Welt nicht auch wieder Probleme auftauchen. Und genau deswegen, weil er ein Falsifizierungsversuchshelfer ist, ist er Mitglied im Weltrat. Genau deswegen. Ja? Und nicht wegen irgendwie einer sektiererischen, einheitlichen Meinung. Das ist bei uns nicht gefragt. Ja? Nirgends. Ja, und dann noch als Beispiel für den Professor Wallach, nur als Beispiel. Ich habe nämlich gestern in der Talkshow, oder vorgestern war das in der Talkshow, Donnerstag war es, ja, nicht gesagt, dass die Wohlfühlstimme ja auch das schlechtere Instrument ist. Die sogenannte Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve ist viel, viel wichtiger. Warum ist die viel wichtiger? Weil die Wohlfühlstimme, die hat das Problem, dass wenn ein Arzt Schwerkranke hat, die ihn sich als Hausarzt gewählt haben, und es gibt auch Schwerkranke, da kann der beste Gesundheitsförderer den Prozess nur höchstens verlangsamen, den Zerstörungsprozess nur höchstens verlangsamen, aber nicht aufhalten, nicht endgültig aufhalten. Das heißt, dass solche Patienten grundsätzlich nach und nach trotzdem immer schlechtere Wohlfühlstimmen abgeben, obwohl der Arzt das Beste tut, was möglich ist. Und was passiert jetzt? Er kriegt dann reduzierte Verdienstzuschüsse für diesen Patienten. Und zu was könnte er dann neigen im Sinne eines Anreizes? Er könnte neigen, diese schwerstkranken Menschen rauszuekeln aus seiner Praxis quasi, damit er diese Verdienstzuschussreduktionen nicht mehr erleiden muss. Deswegen ist die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve viel wichtiger, denn die Kurve sagt, ja, dieser Patient, dem wird's grundsätzlich, der wird immer teurer werden und der wird auch immer unglücklicher werden, weil er sein Verlauf durch nichts ganz aufzuhalten ist. Wir können es nur durch Gesundheitsförderungsmaßnahmen ablindern, seinen Zerfall. Ja? Oh, wir müssen neu einwählen, ja? Neu einwählen, da ist jemand abgestürzt. Ab. Ja, liebe Leute, es geht weiter. Ich muss hier nur noch mal einen Knopf betätigen hier und die Maus wegrücken, damit die aus dem Bilde ist. Ach so, ich habe mein eigenes Bild noch gar nicht reingetan. Hier, ich nehme mal das jetzt gerade. Ja, also, ich mache weiter. Ihr hört mich gut, ja? Und also, ich mache das zu Ende. Also die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve ist also viel hilfreicher, weil dadurch der Arzt eher die Tendenz hat, schwerkranke, todkranke, sterbende Menschen gerne aufnehmen zu wollen, weil die Kurve ja quasi sagt, dem wird das jetzt immer schlechter geben, der wird auch immer schlechtere Wohlfühlstimmen abgeben müssen. Der kriegt sein Geld in erster Linie aufgrund der Erwartungskurve und der Diskrepanz zur tatsächlichen Kostenkurve errechnet. Und nur im medizinischen Bereich wird die Wohlfühlstimme geringer gewichtet als die Erwartungskurvensituation. Und dann wird der Arzt ein Interesse haben, möglichst viel Kranke zu sich zu locken, auch Todkranke und Schwerkranke, um dann wenigstens noch so viel wie möglich dann erreichen zu können. Und dafür wird er nämlich dann auch belohnt. Und deswegen, während mit der Wohlfühlstimme alleine würde
die Gefahr bestehen, dass er die Schwerkranken rausekelt, um diesen Kostenfaktor nicht mehr zu haben, diesen Verlustfaktor nicht mehr zu haben. Und deswegen würde da die Wohlfühlstimme im Gesundheitswesen relativ geringer gewichtet werden und die Erwartungskurven höher gewichtet werden. Aber das sind so technische Details. Und das sozusagen, ja. Aber jetzt zu dem Fehler von Professor Wallach aus meiner Sicht, aber das ist jetzt nur so ein Versuch, mal seinen Zentralirrtum zu formulieren. Er hat nämlich vorgestern seine zentrale Erkenntnis formuliert, dass er sagt, dass das Descartesche Maschinenmodell, das, was ich den Menschen als Bioroboter nenne, er hat gesagt, das sei eben ein Irrtum, weil es das Tiefere und Höhere nicht erlaube. Und das ist eben, hat sich geändert. Da ist er quasi, da hat er noch nicht genügend den neuesten Stand mit uns diskutiert. Ja, also ich bin katholisch erzogen und war auch als Kind gläubiger Katholik. Ja? Aber dann kam die Naturwissenschaft und hat mich wirklich überzeugt, dass sie einfach viel wahrhaftiger ist. Und nachdem die Naturwissenschaft dann die Seele und die Psyche und die Lust am Denken, an die Lust an der Neugier und am Neuen und so weiter, die Lust am Denken, vielleicht sogar am richtigen Denken und so weiter, nachdem die Naturwissenschaft das Ganze ja mittlerweile zugestanden hat und eingeräumt hat und das naturwissenschaftliche Weltbild des Weltrates eben alle Aspekte des Lebens einschließt. Das war richtig. Also Professor Wallach hat recht. Früher war das so, dass die Naturwissenschaften, dass da das Menschliche, die Liebe und die Wärme und die Psyche und die Seele gefehlt hat. Aber ich finde, sie fehlt heute nicht mehr, jedenfalls nicht auf dem Niveau, wie wir im Weltrat diskutieren können, ansatzweise, ist sozusagen auch da. Die Naturwissenschaft hat einfach das ganze Menschliche mit dazugenommen. Und deswegen kann ich sehr gut leben mit dem Bild des Menschen als dem Bioroboter, der Maschine sozusagen, der Biomaschine. Weil die eben ganz viel voll Gefühl ist und voll Lebenslust und voll Liebeslust und voll Glück und voll Musizieren und so weiter, ja. Und das heißt also, dieser Fehler war früher in der Naturwissenschaft, ist aber jetzt, spätestens jetzt seit der Gründung des Weltrates, nicht mehr so absolut, ja. Das ist es. Naturwissenschaft ist jetzt im Weltrat auf einem höheren Level, hat einen höheren Level erreicht. Ja, aber jetzt mal zur Sichtweise, auch übrigens nochmal zur Musik zum Beispiel. Ich mache ja Musik deswegen, weil ich mir davon erhoffe, dass dann eine Musikerkommune entsteht, in der wirklich ein tolles Liebesleben stattfindet und dass die Groupies irgendwann zu uns kommen. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich dann eine Band machen will, Imagine the Boys, also Dylans Imagine the Boys. Und wir dann, und das müssen alles Jungs sein, denen ihre Eltern erlauben, ganz viel Sex haben zu dürfen mit den ganzen Groupies. Und dass wir dann lustige After-Show-Partys machen, in denen es so richtig zur Sache geht. Und da wird es immer auch Frauen geben, die auf mich stehen und die dann dazukommen zu diesen After-Show-Partys und so weiter. Na, und darauf freue ich mich, ne? Also Kommune auch über die After-Show-Partys aufbauen, ja? Ja, das ist ein Weg, ja, aber ja, und dann will ich jetzt noch folgenden Satz sagen, Luis, warum ich so entspannt bin und nicht so stark viel fordere, wie das vielleicht der Öff-Öff macht, ja? Warum ich eigentlich gar nichts fordere von den Menschen, ist einfach, weil ich als naturwissenschaftlicher Denker, und wie gesagt, leider hat mich die Naturwissenschaft überzeugt, dass sie wahrhaftiger sei als alles andere.
Und bis jetzt fehlen mir die Gegenargumente, um die Naturwissenschaft als unwahr zu erkennen. Da bitte ich wieder um Falsifizierungsversuche, aber bis jetzt konnte mich dann niemand wieder wegüberzeugen von der Naturwissenschaft. Und zwar, warum bin ich da so wenig fordernd gegenüber anderen Menschen in bezüglich Disziplin der Stringenz, ja? Aber Milliarden Arten auf der Erde sind gestorben, sind tot. Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist das Leben ein völlig wertloses, kleines Nebenspielchen im Universum. Ja, das Universum könnte auch ganz ohne Leben auskommen. Diese sich selbst replizierende Materievariante, also sozusagen, ist völlig irrelevant. Ja, die Planeten, die ganzen, die Sonne und die Sonnen und die ganzen Galaxien und so weiter, die würden sich alle munter weiterdrehen, ganz ohne Leben. Also das Leben ist einfach nur eine Materievariante in diesem riesigen Universum. Und ist letztendlich völlig bedeutungslos. Und deswegen ist es auch völlig egal, wenn die Menschheit ausstirbt und sich kaputt macht und so weiter. Ich finde es halt schlimm, dass die Menschen leiden müssen, ja, dass sie eben ja nicht so schnell aussterben, sondern alle davor schrecklich leiden müssen, ja. Aber wie gesagt, ich kann doch nicht mehr tun, als zu sagen, wie das Leiden abzuschaffen ist. Und wenn die Leute mich nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen, kann ich doch nichts ändern. Da bin ich doch dann hilflos. Und dann akzeptiere ich das doch auch bis zum gewissen Grad. Aber man sieht ja, ich mache immer weiter. Jetzt mit dieser Sendung versuche ich wieder, die Leute zu überzeugen. Ja? Ich mache halt einfach weiter. Aber ich sage mal so, ich bin da, ich sage jetzt nicht, liebe Leute, ihr müsst das tun, denn ich kann euch kein Glück versprechen. Mich selbst, die Erleuchteten sind einsam, sind wenige und sind einsam. Die Massen gehen zu den Pseudo-Erleuchteten, zu den Scharlatanen. Da gehen die Massen hin. Ja? Und Osho Bhagwan Sri Rajneesh hat es sicherlich gut gemeint. Und er dachte vielleicht auch wirklich, er sei selbst erleuchtet. Er war es halt nie. Aber er hat's gut gemeint und ich mit Scharlatan meine ich ja auch, die Leute meinen es alle gut, sind aber so voll von vorteilbringenden Irrtümern, dass sie gar nicht merken, dass sie Scharlatane sind. Aber faktisch, in ihrem faktischen Handeln, sind sie Scharlatane. Und Osho hätte niemals Millionen Menschen auf der Welt angezogen, wenn er wirklich erleuchtet gewesen wäre, weil dann die Leute ihn gar nicht verstanden hätten, großenteils. Gerade weil er nicht erleuchtet war, hat er Millionen Menschen erreicht. Ja, so ähnlich wie bei Hitler. Also je primitiver ein Konzept ist und je falscher es ist, desto mehr Menschen erreicht es. So einfach ist das in der Welt leider faktisch. Ja? Und deswegen, wir wünschen uns zwar, mehr Menschen zu erreichen, ja, aber Öff sagt ja richtig, wir wollen dafür nicht die Erleuchtung aufgeben. Ne? Dafür nicht. Ja. Und deswegen, ich kann es nicht ändern. Das ist so, wie es ist. Ne? Ja, und dann, jetzt will ich mal so darüber sprechen. Ja, zum Beispiel in der Kommune. Ich will heute mal parallelisieren Kommune und Gesellschaft, weil wir haben ja die doppelte Doppelschienigkeit. Und Luis, dich interessiert die Kommune, Öff interessiert die Kommune, mich interessiert sie auch. Mich interessiert aber auch die Gesellschaft. Und deswegen will ich jetzt mal heute versuchen zu parallelisieren. Zum Beispiel als Beispiel, in der Gesellschaft gibt es die Psychotherapie. Die ist ein vorteilbringender Irrtum, das ist ein Geschäftsmodell und die schadet eher den Menschen. Aber jetzt, wir würden in der Gesellschaft ja dann anwenden die VIAT, die vorteilbringende Irrtümerabbautherapie, und würden da den Psychotherapeuten die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden und dann wirklich wirksam zu werden. Denn die VIAT braucht es. Und wir nennen sie ja in den Kommunen, nennen wir sie VIAT, vorteilbringende Irrtümerabbautechnik, weil wir das Wortspiel mit der Psychotherapie dann nicht mehr brauchen, ja? Dieses Wortspiel nicht brauchen. Und das Fragplenum im Fragforum zum Beispiel, ja, in der Kommune, das ich ja dringend empfehle ab der ersten Sekunde, das beinhaltet ja letztendlich die VIAT, ja, die VIAT.
die vorteilbringende Irrtümerabbautechnik. Denn wenn wir die Konflikte bearbeiten, läuft das auf den Abbau der vorteilbringenden Irrtümer hinaus. Zum Beispiel der Streitsucht, der vorteilbringenden Irrtümer, Rechthaberei ist richtig. Streitsucht ist irgendwie richtig und ich habe immer recht, ist auch immer richtiger Gedanke und so weiter. Und nein, ich will keine Kritik hören, ich will von niemand anderem falsifiziert werden. Ja, da sind wir dann schon mitten in der VIAT. Ja, und bei der Frage, bin ich glücklich und so, bei allem bin ich mitten schon in der VIAT. Ne? Und von daher, jetzt muss ich gleich erstmal gucken, wie meine Zeitlage ist, wie es ich von der Redezeit her bin, verglichen mit dem Öffi. Na, ich habe noch ein paar Minuten. Und dann werde ich es jetzt mal nur ansatzweise, wahrscheinlich muss ich das dann in der nächsten Talkshow vervollständigen. Ich zeige den Zuschauern jetzt hier mal ein paar Schaubilder und sage da was dazu und sagt, Luis, bezogen auf dich, versuche immer kommunenorientiert zu reden und diesbezüglich. Ich fange mal an mit der Verfassung. Ich empfehle dir dringend, Luis, in deiner Kommune mit den Leuten auch direkt an einer Verfassung zu arbeiten. Und zwar parallel zu dem, was wir hier schon haben. Nämlich, ich empfehle dir auch an der Gemeinwohllobby Deutschland und Österreich teilzunehmen, weil wir uns klar sein müssen, dass wir im Prinzip die Verfassung einer Kommune so ähnlich machen müssen wie die eines Staates. Warum? Weil ich denke, dass irgendwann, wenn die Kommunen immer mehr werden, dass sie auf das Element des Ferntauschhandels nicht werden verzichten wollen und deswegen müssen wir auch eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung für die Kommune verankern. Ja? Und auch diese ganzen Streitschlichtungsdinge, alle diese Dinge müssen als verankert werden, genauso wie sie aus meiner Sicht auch in der Verfassung verankert werden müssen. Ja? Und von daher würde ich sagen, man sollte versuchen, vielleicht Einfachheit halber, die Kommunenverfassung parallel zur Gemeinwohllobby-Verfassungsarbeit zu machen. Und das wäre so mein erster Tipp, diese Schaubilder hier. Ich zeige den Zuschauern hier gerade diesen Volksentscheid Verfassung und jetzt hier auch und den Volksentscheid Wahlprogramm und so weiter. Also Verfassung, jede Kommune sollte an ihrer eigenen Verfassung arbeiten. Das ist mein Tipp an dich, Luis. Jetzt mal andere Schaubilder hier. Ja, repräsentative Wählerstichprobe, ja, also die echte Demokratie in der ganzen Kommune und so, das sollte auch geregelt werden und zwar bezogen dann auf die Kommune, wie man das macht, dass es immer alle Entscheidungen in der Kommune auch basisdemokratisch und echt demokratisch ablaufen und so weiter. Ne? Und dann zum Beispiel sowas wie Medienreform, ja, was ist, wenn die Kommunen immer mehr würden? Ja, dann braucht es eben auch Klarheit darüber, dass Medien, also Journalismus und Wissenschaft eigentlich identisch sein sollten. Produktion von Wahrheit zum Nutzen der Menschen. Ja, also insofern kann man das dann auch wieder parallelisieren, ne? Und vielleicht gibt's ja dann auch bei den Matriarchaten gibt's ja auch gewisse Wahlen und die müssen dann aber auch eben super demokratisch sein und so weiter. So vielleicht so ähnlich wie die Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, die wir politisch vorschlagen. Ja, und so, ja, Volksentscheide, Kommunenentscheid, ne, und so, ja, das, so, und dann, denn, sobald wir in der Kommune auch den Ferntauschhandel zulassen zwischen den Kommunen und so weiter, in dem Moment haben wir dann wieder Sparten der Gesellschaft und jede Sparte tendiert dazu, viele vorteilbringende Irrtümer zu entwickeln. Zum Beispiel könnte die Sparte entwickeln, naja gut, für das Gemüse, für die fremde Kommune ist der und der Biostandard ja ausreichend. Das ist ja. Und schon fängt das an, dass man eigentlich Schrott produziert und das den fremden Kommunen andreht, obwohl die dadurch krank werden und vergiftet werden, weil
Es ist ja die fremde Kommune. Und ich halte die Psyche leider für so biegsam, dass sie solche vorteilbringenden Irrtümer entwickeln kann und dann nach dem Motto, denn sie wissen nicht, was sie tun, tatsächlich wieder anfängt, den anderen Kommunen im Sinne des Ferntauschhandels Schaden zuzufügen. Deswegen muss das in der Verfassung verankert werden, dass wir eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung dann festlegen. So, ich habe noch eine Minute. Mal gucken, was ich noch machen kann. Ja, was halt wichtig ist, auch die genetische Befruchtung. Die Kommune sollte immer auch dann mit der Zeit immer sollte auch dafür sorgen, dass sie frische Gene aus aller Welt reinbekommt. Also von wegen Absage an jeden Rassismus. Ne? Das ist auch so eine Idee. Dann haben wir hier, ja, ich lasse es mal gut sein. 24 Minuten. Jetzt habe ich genau die gleiche Zeit wie Öffi und lass es gut sein. Und gebe weiter und ich denke, ich vermute, dass wieder jemand dafür plädieren wird, dass wir so langsam das Ende finden, obwohl ich heute erstaunlich frisch noch bin. Ne? Also ich hätte sogar noch Kraft, ein bisschen weiterzumachen. Also, der nächste bitte. Öff, du bist der Nächste. Öff ist der Nächste. Ja, ich bin da, ich bin da. Ja, ich denke, wir haben jetzt eben schon gleich wieder 2,5 Stunden, also wir sind in einer guten Zeit, um jetzt auch Abschlussrunde zu machen, weil wir wollen ja nicht, dass die Leute die Nächte durchmachen müssen für unsere Sendung. Und es ist ja auch gut, wenn wir Themen dann auch an anderen Stellen weiter besprechen. Aber jetzt, Nochmal meine Empfehlung, mit 1,75-facher Geschwindigkeit kostet das Anschauen nur noch die Hälfte der Zeit. das habe ich jetzt nicht verstanden. Also, wenn man die Geschwindigkeit bei YouTube unten rechts an dem rundlichen Ding, kann man die Wunschgeschwindigkeit einstellen bis zu zweifach. Dann ist es nur noch die halbe Zeit. Und bist mit Hörst du das gerade eben noch? 1,75-facher Geschwindigkeit ist es fast etwas mehr als die halbe Zeit. Und damit kann man auch gut hören. Also ich höre alles Okay. im doppelten Tempo, ja, weil ich Okay, die okay, Zeit mir okay. gar nicht nehme. Denn der Mensch kann viel schneller hören, als er sprechen kann. Okay, gut. Also das wäre noch ein guter Tipp auch für die Zuhörer. Aber ich denke, es macht trotzdem Sinn, weil es ist ja auch immer so, dass wir dann noch, ich bin zu spät gekommen, weil ich noch so viel anderes habe. Und ich nehme an, bei euch ist es auch so. Und man soll ja auf seinen Biorhythmus achten. Und wenn es dann abends spät wird, dann ist es gut. Also ihr wisst vielleicht, ne, wir haben ja teilweise den Biorhythmus gehabt, dass ab 21 Uhr Zapfenstreich war und man dann sich ins Schlafzimmer zurückzog. Okay. Aber damit drei Dinge, die ich noch sagen kann, und das ist dann mein Beitrag jetzt in der Abschlussrunde. Natürlich sollte man mit allen Lebensbereichen auch schon bei sich im persönlichen und im gemeinschaftlichen anfangen, damit daraus dann das Gesellschaftliche auch wachsen kann. Also jede Kommune sollte eine Verfassung für sich, für ihr Zusammenleben und als Zelle für gesellschaftlichen Aufbau entwerfen. Ihr wisst ja, ich habe in der Demokratiefürsorge, im Demokratiefürsorgecamp in Berlin, habe ich eine Camp-Verfassung da auch gleich gemacht, weil das ja sowieso auch den Kontext hat, dass man, wie die Querdenker sagen will, wir sind gekommen, um zu bleiben gegen das Korruptionssystem, gegen die Gefahr einer Willkürdiktatur. Und wir wollen dabei die Lösung sein und das eben auch ganzheitlich, also mit einer neuen Demokratie und neuen Gesellschaftsstrukturen, einem neuen System. Also von daher passte das da und da haben wir dann gleich eine Kampfverfassung gemacht, die ja auch in den Foren, also entweder direkt im freie-argumente-kultur.net Forum oder mit Link von da aus auch zu unserem anderen in Richtung freie Argumente-Kultur gehenden Forum Weltrettung, also bei Google zu finden. Weltrettung, ja danke, aber wie? So, und damit noch zwei Dinge zu Luis eben. Da war ja einerseits, wie geht's mit den Brennnesseln, die als Nahrung zu verwenden und was macht man im Winter? Und die Frage, warum ist Geld eigentlich verkehrt? Ich mache es jetzt nur ganz kurz, weil da können wir dann ausführlich, also das mit den Kräutern oder der Ernährung ist das Einfachste. Aber das mit dem Geld können wir, wenn wir das ausführlich machen wollen, auch beim nächsten Mal oder bei einer eigenen weiteren Gelegenheit besprechen. Aber jetzt erstmal zu dem, wie kann man sich so ernähren?
wenn das nicht mehr geklappt hat, außer beim ersten Mal, wo der Uwe es dir gezeigt hat mit den Brennnesseln, also das mit den Brennnesseln, da muss ich auch nicht zu dir kommen, das kann ich dir aus der Ferne so erklären, dass du mit Sicherheit es hinkriegst. Du gehst hin und wenn du keine Handschuhe hast, nimmst du irgendein Handtuch oder so etwas und rupfst damit die Brennnesseln ab. Oder hast ein Messer dabei. Also für die Pflanze ist es schonender, wenn du sie mit den Fingernägeln abknipsen kannst oder mit einem Messer oder einer Schere, wie auch immer. Weil dann reißt du nichts ab, wo die Pflanze zu tun hat, mit das zu verkraften oder die Wurzel rausgerissen wird und so weiter. So, und dann nimmst du dieses Handtuch oder was auch immer, wickelst das da ein und walkst das. Und sollte das, ich meine, eigentlich hängt es von der Menge des Drucks und der Zeit ab und dann ist das gewalkt. Ne? Dann sind diese Nesselkapseln auf, das Gift ist raus und dann brennt da nichts mehr. Aber sollte das nicht reichen oder aus irgendeinem Grund technisch bei dir nicht klappen, dann gehst du hin und wäschst es. Das heißt, du gehst hin, ne? Wasser drauf, ne? Wie man Salat ja sonst auch wäscht. Also ich wasche es nicht. Der Uwe und andere sagen ja auch, besser nicht waschen. Aber dann kann man es waschen. Dann gibt man Wasser dazu. Das ist eine weitere Sicherheit, dass es dann nicht mehr brennt. Und wenn das immer noch nicht reicht, und die meisten Leute sind ja auch nicht so hardcore drauf, dass die dann eben die Kräuter sowieso pur essen wollen und alleine essen wollen, dann machst du dir das salatmäßig an. Das heißt, du machst ein bisschen Öl und Essig dazu und sowas. Und spätestens dann müsste es geklappt haben, oder du bist ein Weltwunder oder hast ein Weltwunder an Brennnesseln vor dir, wenn das dann nicht klappt. Vielleicht ganz kurz noch der Tipp, das Waschen könnte natürlich die Menge an Vitamin B12, die sonst von in den Naturpflanzen drauf ist, abwaschen. Ne? Man hat ja die Vermutung, dass Vitamin B12 durch Urin und andere Sachen und kleine Insektenteile und so weiter eben da dann drauf ist. Und wenn wir das alles waschen, ist natürlich Vitamin B12 weg. Du hast völlig recht, denn ich sage ja auch nur, damit der Louis das hinkriegt, ne, damit er nicht vor der Unmöglichkeit verzweifelt, sondern damit es auf jeden Fall klappt. Und jetzt komme ich ja zu dem weitergehenden Tipp noch, also auch weil man dann vielleicht von den Brennnesseln was Wichtiges abgewaschen hat. Wenn du diese Sammlerwild-Rohkost machen willst, Louis, heute gibt es sogar, hat meine Frau mir gezeigt, so eine Bestimmungs-App. PlantNet heißt sie, glaube ich. Da gibt es wahrscheinlich noch mehr von, aber die haben wir dann hier. Dann hältst du deine Kamera drauf vom Handy und kriegst die Pflanze bestimmt und wie man sie verwenden und essen kann und so weiter. Aber schon allein die Standardpflanzen dann, Löwenzahn, Spitzwegerich, Breitwegerich, Malve, Melde, Beifuß und so weiter. Also so ein paar Standardpflanzen, die man sich da, wo man sich kundig macht, das ist wirklich kein Teufelswerk oder kein Hexenwerk. Und damit kriegst du deine Salatschüssel voll. Und man muss mal sehen, also die dicksten und kräftigsten Tiere der Welt sind Vegetarier und leben von Blättern und sonstigem Kram. Also die Befürchtung, da kriegt man jetzt gar nichts an Nährstoffen, die ist nicht unbedingt begründet. Und auf jeden Fall sind die Wildkräuter doppelt und dreifach so nährstoffreich. Elefanten zum Beispiel, reine Vegetarier und Riesenmuskeln, genau. Riesengroßes Gehirn. Genau, ja. Genau. Aber jetzt nehmen wir an, sogar, dass das auch nicht reichen würde. Oder was macht man im Winter? Also im Winter gibt es einerseits richtig saftige, milde Pflanzen, auch wie Vogelmiere, die winterhart sind. Also da kannst du den Schnee oder das Eis wegkratzen, holst dir die Vogelmiere da drunter her und kannst die essen. Dann hast du richtig guten frischen Salat auch im Winter. Aber jetzt ist für Vogelmiere, man müsste gucken vielleicht, also ich habe ja schon mal gesagt, die Affen bei ihren Futterplätzen, die gehen mit den Pflanzen, die sie essen, so um, dass die hinterher da mehr wachsen als weniger. Ne? Also nicht wie die Menschen, die plündern, sondern die Affen und die Naturvölker haben es drauf, dass die Wildnatur um sie herum dann besser wächst und reicher wird und nicht geplündert wird und weniger da. Genau, die Affen sind nämlich auch vernünftig. Nur ganz kurz, die Affen sind nämlich so, dass sie quasi... Wir machen ja einen Riesenfehler, dass wir den Kot vernichten. Dabei gehört der Kot im Sinne des Cradle to Cradle wieder zurück. Und die Affen scheiden zum Beispiel die Samen der Pflanzen aus wieder. Und dadurch wachsen dann die Pflanzen, die sie am liebsten essen, wachsen häufiger dadurch. Also das heißt, die Affen, ohne dass es ihnen bewusst ist, begärtnern und schaffen sich selbst einen Garten Eden in ihrer Umwelt.
Genau, ist bei den Vögeln genauso. Also wenn man sich da jetzt weiter mit theoretisch beschäftigt, wenn jetzt Hecken und sowas entstehen dadurch, dass die Vögel irgendwelche Samen dann da auch in die Hecke fallen lassen. Und am Ende wächst eben dann aus dem Gestrüpp das am meisten oder am nachhaltigsten, was Baum ist. Ne? Und so entstehen aus Grünflächen, oder offenen Grünflächen, entstehen Wälder. Die Verwaldung kommt so zustande. Also es kann ganze Naturlandschaften erzeugen, wenn man sich da einfach so in diese natürlichen Vorgehensweisen einfügt. Und jetzt, wie geht's im Winter? Also wenn man jetzt gar nichts hätte, also meine Erfahrung im Winter ist dann, dass eine Sache, die man fast immer hat, ist, dass man wilde Himbeeren und Brombeeren findet. Und das sind dann so Sträucher, ne, sieht man ja überall, die im Winter teilweise sind auch Blätter abgefallen und sie sind so ledrig ist das. Also das hat jetzt nicht die Qualität, die Frische und Zartheit wie im Sommer. Aber es ist Grünfutter da, wo man rumlaufen kann und kann sich was reinpfeifen. Und das ist also nicht nix, was auch wenn man einfach so rumläuft, dann noch gefunden werden kann. Und wie gesagt, mit PlantNet und anderem kann man sich ja noch ganz anders kundig machen, was man da zusätzlich noch nehmen kann. Aber wenn man jetzt sagt, man ernährt sich dann so von Sammlerwildrohkost, man wird schon hingehen und wird da eben auch Früchte verwenden, Früchte und Nüsse. Und das ist ja auch Sammeln. Da muss man nichts machen. Also, oder besser gesagt, es wäre gut, wenn wir die Pflanzen um uns herum so haben, dass da Staudengewächse, Sträucher, Bäume, dass das so alles durcheinander auch wächst, wie so biotopartig. Und also die gehören zu den Pflanzen, die in der Natur auch vorkommen. Und die Sammlerkulturen, also jetzt hier auch in unseren Breiten, die Leute, die vom Sammeln da gelebt haben, natürlich haben die dann Früchte gesammelt. Und im Winter kommst du bestens über die Runden mit einem Vorrat an Äpfeln und Nüssen. Das ist ja nicht nur die Nahrung für Eichhörnchen und sowas, sondern auch für uns so gedacht. Und man muss sich da keine Arbeit machen, man geht hin und sammelt. Ich habe da in Biotopia in Sachsen, wo ich da dieses Naturprojekt, dieses Biotopia-Projekt gemacht habe, habe ich nur gesammelt. Und dann geht man rum und macht sich seine Stiegen mit Äpfeln und Nüssen voll. Und ich sage dir, das ist eine wahnsinnig tolle Ernährung, wenn man das kombiniert. Ne? Ab und zu, also eigentlich, die Tiere essen alles ja dann mit, ne? Auch die Samen. Manche zerkaut man, das sind auch zusätzliche Nährstoffe. Die anderen scheidet man aus, ist wieder der Dienst an den Pflanzen, also von denen man die Früchte bekommen hat. Also alles super, ne? Es ist wirklich eine paradiesische Lebensorientierung und eine Lebensweise, auf diese Sammlerwildrohkost zu schalten. Und die kann eigentlich nach menschlichen Ermessen nicht überfordernd sein, dass man sagt, das kriege ich nicht hin. Also das, da brauche ich auch nicht irgendwo hinkommen, das würde ich per Fernkommunikation mir mit Sicherheit zutrauen, das einem Menschen dann so zu erklären, dass er da reinkommt und dann ja immer mehr auch selber lernt und lernen kann. Gut, ist jetzt noch ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, es zeigt, da ist auf jeden Fall für jeden möglich, das zu machen. Sofort. Ohne erstmal 3 Jahre zu studieren. Und das andere mit dem Geld, da sage ich nur 2 Dinge zu. Also warum gibt es in der Liebesbeziehung und Familie keine Geldbeziehung zwischen den Menschen? Das ist einfach deshalb so, weil das Geld ja bedeutet, Leistung und Gegenleistung zu verrechnen. Also so Einzelposten, ne? Das sind Einzel- und Splitterrechnungen, die man zum Maßstab macht. Gilt für andere Tauschmittel ähnlich, aber das Geld ist ja das Turbo-Tauschmittel, was die Verrechnung der Einzelposten, die Einzel- oder Splitterrechnungen so ermöglicht. Und warum ist das verkehrt? Einfach deshalb, weil sowohl die Liebe wie auch das vernünftige Denken, wie auch das Leben als solches, eine andere Struktur hat. Und diese andere Struktur ist eine höhere Form von Einheit. Nämlich, dass nicht, wenn an einer Stelle etwas gegeben wird, da eine Gegenleistungsrechnung durchgeführt wird, sondern dass gefragt wird, stimmt es denn im Ganzen? Weil das kann ja sein, dass bei einer Direktverrechnung es nicht stimmt. Also liebstes Beispiel sind mir ja die Zellen im Organismus, wo, wenn eine Zelle was gibt, sie nicht eine Vergeltungsrechnung anstellt, sie erwartet nicht, dass von der Zelle, wo sie was gibt, es was zurückgibt und schon gar nicht, dass ich das so ausgleichen muss in dieser Form, sondern es ist
dadurch, dass die Zellen auch so wirklich diese tolle Einheitsmöglichkeit haben, dass dasselbe Zellprogramm in jeder Zelle im Kern ist wie im Gesamtorganismus, dadurch ist es möglich, dass die einzelne Zelle einfach ihre Aufgabe erfüllt und ihres gibt und vielleicht von ganz anderer Stelle und in ganz anderem Maße das ihre auch nimmt. Und es hat diesen Sinn, den es nicht haben könnte, wenn man diesen Blick aufs Ganze zerreißt und nur noch nach diesen vereinzelten Verrechnungen geht. Drastisches Beispiel sind ja eben die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, deren Aufgabe ist es, eingedrungene Krankheitserreger zu fressen und mit ihnen ausgeschieden zu werden. Da klappt keine Vergeltungsrechnung mehr. Das würde ein Wesen oder diese Zelle tun können, wenn sie beseelt ist von dem Gesamtsinn. Und sonst kann sie das nicht. Oder sie muss dazu gezwungen werden oder so, weil es ergibt dann keine Motivation. Und das ist der Wahnsinn. Wir können uns so wie Zellen im Organismus der Welt verstehen, oder jetzt mal auf die Liebe bezogen, in einer Großfamilie. Da wird man hingehen und man wird rumlaufen mit denen, der braucht mich jetzt, hier kann ich was geben, da kann ich helfen, so einer für alle, alle für einen. Und wenn da einer sagt, ja hier, da ist es aber sinnvoll, jetzt im Moment zu tun, aber das mache ich jetzt mal abhängig davon, wie die Gegenleistung ist. Und wenn die Gegenleistung nicht stimmt, mache ich das Sinnvolle nicht. Das zeigt, wie diese kaputte Logik, so den Blick so verengt zu haben, verkürzt zu haben, auf diese Klein-Klein-Verrechnung, wie es einen daran hindern kann, einfach das in der Sache und im Ganzen und aus Liebe im Moment spürbar Sinnvolle und Nötige zu tun. Und ja, also da könnte man zu alledem noch viel weiteres sagen, aber das ist eine ganz klare logische Notwendigkeit, warum das Geld und die Liebe und die Vernunft und das Leben strukturlogisch Gegensätze sind. Also das Geld steht im Gegensatz in seiner Logik zur Logik von Liebe, Vernunft und Leben. Und das kann einem reichen. Also mir reicht es allerdickestens, um zu sagen, dann mache ich das nicht mit. Okay, ihr Lieben, und von meiner Seite aus ist es dann so, fühlt euch innig durchs Telefon umarmt. Und wenn jetzt nicht noch jemand was ganz Dringendes hat, was wir an Nachfragen, Verständnis fragen, wie auch immer, oder jemand brennt gerade die Bude über dem Kopf ab, dann lasst uns in den Abschluss gehen. Ja, danke schön, auch für die ausführliche Erklärung. Werde ich mal gucken, was für Wunder, Brennnesseln, ich vor mir habe. Ich bin trotzdem skeptisch, wie leicht es mir und dem Durchschnittsmenschen oder auch dem Durchschnittssuperhelden fällt, die Ernährung so umzustellen. Aber wir werden ja sehen. Dylan, du hast mir jetzt so ein paar Sachen speziell gesagt mit der Verfassung der Kommune. Ich weiß nicht, ob das deine Antwort darauf war, was aus deiner Sicht noch zu meiner Erleuchtung fehlt. Würde mich wirklich interessieren. Ich biete dir auch zusätzlich, wie gesagt, nochmal an, dass ich dich gerne falsifiziere bzw. dir weitere Anregungen zur Vertrauenswürdigkeit gebe in diesem kleinen Mikropunkt. Aber nachdem du, wie gesagt, das so wichtig findest, auch scheinbar, dass jeder Mikropunkt jeden Tag in der Kommune gelöst wird, wäre das aus meiner Sicht stimmig, wenn wir das machen würden. Wäre es sowieso, aber ich wollte da nicht so drauf beharren. statt Erleuchtung in diesem Kontext, wie Dylan du es zumindest benutzt hast, würde ich einfach vorschlagen, radikale Reflexionsbereitschaft aus der, ich sag mal, esoterischen Literatur. Verstehe ich unter Erleuchtung eher sowas wie dass jemand so stark den Verstand gemeistert hat, dass er nicht vom Verstand den ganzen Tag zugelabert wird und vom Verstand kontrolliert wird, sondern dass er den Verstand kontrolliert und dass er dann auch mit seiner Intuition so urverbunden ist, dass er quasi die ganze Zeit Eingebungen hat. Und ja, dann gibt's natürlich die schönen Geschichten, dass irgendwelche Gurus super alt werden und sich teleportieren können und Sachen materialisieren können. Das lese ich auch teilweise aus Carlos Castaneda heraus, den ich
nach wie vor sehr begeistert lese, wo es auch darum geht, dass es eine Form von Wissen gibt, die man nicht mit Worten unbedingt erklären kann, aber ja, die einen befähigt, automatisch richtig zu handeln und wahnsinnig körperlich erstaunliche Leistungen zu vollbringen, vor allem bei Dunkelheit in der Nacht. Aber gerade Carlos Castaneda habe ich auf Wikipedia, unserer lieblingsobjektiven Quelle, gelesen. Ich meine, das ist ein bisschen ironisch, aber dennoch ist es nicht vom Tisch zu fegen, grundsätzlich, dass da ja, Skepsis gegenüber der Wahrheit seiner Aussagen ist, kann ja jeder googeln. Dann gucke ich mal, ach ja, genau, mit der Zeit, wo ich so drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, die Wohlfühlstimme, das ist ja wahnsinnig kompliziert, weil ja ziemlich alles da reinspielt. Das heißt, eine Person, das Wohlfühlen hängt davon ab, von der gesundheitlichen Verträglichkeit von Produkten im Supermarkt, von der gesundheitlichen Dingsbums von Elektrosmog, der uns umgibt. Dann schauen wir irgendwelche Filme, die Qualität der Filme wiederum. Ja, also ich frage mich quasi, was ihr euch genau überlegt habt, muss auch nicht jetzt beantwortet werden, aber grundsätzlich sage ich es, wie jetzt die ganzen verschiedenen Facetten im Leben, also wie könnt ihr dem Supermarktleiter genau seinen Einfluss nachweisen und wie könnt ihr die verschiedenen Einflüsse auf die Wohlfühlstimme aufdröseln einfach. Ja. Ja, ansonsten bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Abend. Können wir gerne auch beim nächsten Mal klären, alle. Ja, hört ihr mich gut? Ja. Dann will ich doch mal auf die Fragen von Luis jetzt nochmal schön eingehen. Augenblick, ich mache nochmal das richtige Bild. Wobei, liebster Dylan, du müsstest das schon relativ kurz hinbekommen. Weil bei mir schreien andere Aufgaben. So, aber ich könnte euch auch schon alleine lassen dafür. Ja, ich kann mir in der Sendung auch dann anhören. Ja, dann versuche ich es mal ganz schnell. Ganz kurz für die Luis, du kannst es ja dann merken, wo du Nachfragen hast für die nächste Sendung. Also Luis, bei dir habe ich den Eindruck, wo deine Erleuchtung noch nicht erreicht ist, dass du noch von Reste von Angriffen auf ad personam hast, auch zum Beispiel mir gegenüber, zum Beispiel auch solche Dinge wie, dass du mich verantwortlich dafür machst, wenn Leute, die völlig voll sind von vorteilbringenden Irrtümern, von oben bis unten, dass die irgendwie mir gegenüber misstrauisch sind oder ablehnen sind, das beruht ausschließlich auf deren vorteilbringenden Irrtümern und dafür bin ich null verantwortlich und geht mich auch gar nichts an, weil diese Leute einfach, je erleuchteter ein Mensch ist, ein Mensch, der selbst voll ist von vorteilbringenden Irrtümern und auch selbst ganz viel Bildungsmängel hat und sehr viel Unwissen hat, natürlich hat er überhaupt keine Sympathien oder kein Vertrauen zu wirklich Erleuchteten, weil das eine ganz andere Welt ist. Und das ist, dafür bin ich aber auch nicht verantwortlich und das geht mich auch gar nichts an. Ja, das ist, ich kann nicht versuchen, weniger erleuchtet zu sprechen, nur damit mich, sagen wir mal, übertrieben gesagt, Verrückte verstehen. Das ist Quatsch. Das hat keinen Sinn. Ja, und du aus meiner Sicht verwechselst du auch eben Falsifizierung eben noch mit solchen Dingen. Also du redest von Dingen, die gar nicht Falsifizierung sind, denn die sind ausschließlich auf sachlichen Argumente-Ebene möglich, sondern das, wie gesagt, habe ich ja schon angedeutet, das ist so eine Reste von Angriffen ad personam. Natürlich viel weniger als beim Südamerikaner, aber ansatzweise eben noch. Und das ist, kannst du ein Beispiel nennen, bitte? Naja, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel erwähnst, dass ich zum Beispiel in den Talkshows, die wir ja mittwochs hatten, schade, dass die nicht mehr stattfinden, dass als ob ich dafür verantwortlich wäre, wenn dort völlig Menschen mit
Millionen von vorteilbringenden Irrtümern im Kopf, dass die da mit mir Schwierigkeiten haben. Dafür bin ich ja nicht verantwortlich. Ich kann ja nicht unerleuchtet sprechen, nur weil ich mit unerleuchteten Menschen in Kontakt bin. Ja? Dafür, mit denen habe ich nichts zu tun. Ich kann leider nicht beliebt sein bei ungebildeten, unwissenden und durchmanipulierten Menschen. Das geht einfach nicht. Leider geht das nicht. Inwiefern ist das dann von meiner Person ad persona betrachtet? Ja, weil diese Forderung von dir mir gegenüber, ich müsse es doch schaffen, bei diesen Personen beliebt zu sein, das ist ein Angriff ad persona. An meine Person, ja. Aha. Da steckt so ein Vorwurf drin, den ich mir gar nicht anziehen möchte. Und das zeigt mir aber, dass du noch viel arbeiten musst an dir, ne? Und dann die falschen Erleuchtungsbegriffe gehören auch dazu. Das Erleuchtung ist ja ein Wort für das Allerhöchste. Da interessiert mich auch nicht, was die anderen für falsche Definitionen, da die anderen ja alle unerleuchtet sind, haben die natürlich alle ihre falsche Definition von Erleuchtung. Ja? Aber ich kann sicher sagen, dass sie das Höchste nicht erreicht haben. Und Osho war dementsprechend mit 60 schon tot, weil er weder was von gesundem Leben, gesunder Ernährung, gesunden Sport machen. Er hat nur gepredigt, aber hat selber nicht getanzt und gesungen und musiziert und Sport gemacht, sondern hat die Schüler tanzen, singen und musizieren lassen, anstatt es selber zu tun und dadurch länger zu leben und gesünder zu leben. Ne? Ja. Dann noch, sage ich, noch etwas gehört zur Erleuchtung, nämlich, dass man auch süchtig ist. Ja, der Erleuchtete ist in der Suchtgesellschaft auch ein Süchtiger. Deswegen kämpfe ich auch mit meiner Esssucht. Und der Öff-Öff kämpft mit seinem Waschbärbauch. Weil bei mir, ich habe leider die tragische Situation, ich habe ja diese Tresor mit Einwurfmethode, die wunderbar funktioniert. Aber jetzt in letzter Zeit bekomme ich immer mehr bei meinen Auftritten und Konzerten mengenweise, die Leute kommen aus dem Alnatura und aus dem Aldi und schenken mir Essen ohne Ende. Alles mögliche, Gemüse, Obst und so weiter. Und dann leider auch ungesunde Sachen dabei. Und manchmal schaffe ich es nicht, die wegzuwerfen, sondern ich esse die dann. Und deswegen nehme ich auch im Moment, habe ich zugenommen wieder. Ja, also von daher, denn die Esssucht in einer Suchtgesellschaft, der Erleuchtete weiß, dass er als Kommunentier, als Tier einer urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommune, auf die er genetisch geeicht ist, außerhalb der Kommune nicht anders kann, als süchtig zu sein. Es geht gar nicht anders. Irgendwo hat ja jeder Mensch seine Suchtecke im Kapitalismus, weil die nicht süchtig sein kann der Mensch nur in einer glücklichen Bonobo-Schenker-Kommune. Und da wir die ja alle nicht haben, auch du nicht hast, Luis, wette ich, dass du Sucht Aspekte hast. Und ich wette, ich würde die auch bei Öff-Öff problemlos finden. Weil nur in der Kommune, nur im Bonobo-Schenker-Kommunismus hört die Sucht auf. Weswegen ich ja unbedingt die Reform haben will, dass über die Hausarzt-Gesundheitskommunen endlich Kommunen entstehen, direkt hier vor Ort in Köln und so. Ja? Und das ist halt mein Dilemma. Und dadurch, dass ich Essen alles geschenkt bekomme, brauche ich eigentlich nur noch 1% einzukaufen und 99% bekomme ich geschenkt. Und das ist sehr schlecht für mich, weil die Tresor mit Einwurfmethode schützt mich ja nicht gegen Geschenke. Das ist das Dilemma. Wenn ich mein Geld einschließe und meine Bankkarten einschließe, dann kann ich zwar nichts kaufen, aber ich müsste ja die Geschenke alle wegwerfen von den Leuten. Und das schaffe ich nicht, weil ich ja eben auch esssüchtig bin. Verschenken. Aber, was? Verschenken. Ja, das versuche ich auch immer wieder. Ich versuche da immer vieles zu verschenken und so weiter. Aber ich bin halt auch esssüchtig, ja, weil ich ja eben auch als Bioroboter nimm dem Menschen seine natürliche Lebensweise weg, nimm dem Tiger seine natürliche Lebensweise, nimm dem Löwen seine natürliche Lebensweise weg und automatisch wird er süchtig.
Egal nach was. Nach irgendwas wird er süchtig. Ja, so wie die Hunde, denen man ja auch das natürliche Leben wegnimmt. Und ich sehe ganz viel bei uns übergewichtige Hunde rumlaufen, weil die natürlich auch von den, also dann eben, weil sie ja nicht richtig glücklich sind, eben esssüchtig sind. Dann, wenn sie nämlich Sex haben wollen, zum Beispiel mit den anderen Hunden, da hält der Hundehalter sie an der Leine fest, ne? Zum Beispiel, ja? Und so haben die Hunde natürlich auch kein richtiges Kommuneleben, ja? Und deswegen werden die natürlich dann auch esssüchtig tendenziell, ja? Und deswegen gibt es auch viele fette Hunde. Und die, oh, ja. Noch schlimmer, wenn sie dann Menschennahrung essen, dann kriegen sie auch noch alle Krankheiten dazu. Ja, ich hoffe, dass dich, Luis, nicht so erleuchtete Worte nicht zu sehr schocken. Aber auch dann könnte ich es nicht ändern. Ich kann ja nicht unerleuchtet reden, nur weil die Zuhörer nicht erleuchtet sind. Ja? Tut mir leid, kann ich nicht machen. Ja? Also, von mir aus können wir gerne Schluss machen, aber ich gebe noch mal weiter. Also, wir machen ja so lange weiter, bis wir alle einig sind, dass wir uns verabschieden. Öff, vielleicht willst du ja noch unbedingt was ergänzen, ne? Ich bin noch frisch. Ja, ihr könnt gerne weitermachen, wie gesagt. Ich umarme euch innig durchs Telefon, freue mich und bedanke mich für das Gespräch. Und lasst uns weiter dranbleiben, guten Mutes, uns nicht frustrieren lassen. Die Freude, die drin liegt, spüren, sodass sie uns die nötige Kraft gibt. Bis nächstes Mal. Ja, Luis, bist du auch einverstanden, dass wir uns jetzt Tschüss sagen? Klar. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Okay, macht's gut.